So, here we go. Sind wir auch wirklich live? Wir sind wirklich live, David. Ich traue dem Ganzen noch nicht so ganz. Dem Internet oder was ist das Ganze? Allem. So der Welt, dem Internet, dir vor allem. Warum traust du mir denn nicht? Also, dass du das noch fragst. Es ist noch niemand komm, da. Komm, wir können uns da jetzt sehen. Doch, es kommen gleich die ersten Leute, du wirst sehen. So, Freitagabend, liebe Leute, herzlich willkommen. David und ich, wir streamen. Wie versprochen ist er jetzt. Guck mal, was geht, fragt schon Gina, die hier im Raum sitzt. Ja, Gina. Ja, siehst du, da sind die ersten 20, 30 Zuschauer. Das wird gleich definitiv mehr und dann geht's auch gleich los. 26 haben wir, 24. Zwei sind zufälligerweise reingekommen und haben dann gesagt, so, sie haben keine Lust mehr. Was soll das denn jetzt? Die beiden. Guck mal, YouTube sagt schon, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, Anzeigen einzufügen. Dann lass uns doch Koro-Werbung machen. Wie findest du das? Nee, machen wir gar keine Werbung, außer die eine Werbung für Wein, die wir ein paar Mal heute machen werden. So, liebe Leute, ein paar Mal angekündigt. Letzte Woche hat es leider nicht geklappt. Diese Woche aber dafür aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Der sehr ehrenwerte David Hein ist zu Gast bei mir zu Hause. Ich habe den weiten Weg auf mich genommen. Das ist tatsächlich eine Wehe, Stunde. Wie du sagst, wo ich hier irgendwo wohne. Eine Stunde Fahrt. Eine Stunde Fahrt in die Schönheit, in die Natur. In die Natur. In die frische Luft, in einen schönen Halloween gepackten Vorgarten. Der ist krass. Ja. Ich finde ihn gar nicht so krass. Ich dachte, ich wollte eigentlich noch viel mehr irgendwie dieses Jahr jetzt haben. Downplayst du die Nummer wieder damit. Nein. Ich habe monatelang sie gebeten, können wir bitte eine richtig krasse Figur haben, weil ich hatte sowas gesehen, es war schon ausverkauft, einen Kürbismann, der 2,40 Meter groß, hörst du mir auch zu, statt nur Kommentare zu lesen. Und der wo der Korpus glühte, er sich bewegt hat, alles geht auf und aus Nebelmaschinen kommt dann auch noch Rauch aus dem raus. Ein richtig geile Outdoor-Figuren. Sowas will ich wirklich nächstes Jahr im Garten haben. Noch ein, zwei Highlights, wo du sagst, ey, das ist alles cool, aber oh, das habe ich noch nie gesehen. Da habe ich wirklich Bock. Und Gina hat immer Halloween geliebt. Und als wir in der Wohnung waren, da konnte sie sowas alles nicht machen. Ich habe ihr immer versprochen, sie kriegt ein Halloween-Budget. Und dieses Jahr hat sie das null ausgeschöpft. Deswegen, Prost, David. Schön. Auf einen schönen Freitagabend. Ja. Und auf ein hoffentlich schönes Wochenende. Das wird auf jeden Fall toll. Ja, ich sehe hier schon ganz viele Leute, die schreiben. Mhm. Der Profi schreibt uns auch. Wie machen wir das? Die Leute sagen einfach, oder sagst du, jetzt geht's los mit den Fragen? Was ist hier? Nee, wir haben jetzt hier so, das ist ja das Schöne. Wir haben das letzte Woche ja so als Teststream mit Gina gemacht. Und die Leute mochten so eine, sag ich mal, ich will nicht sagen intimere Atmosphäre, aber eine entspanntere Atmosphäre. Mhm. Und wir sind hier nicht genötigt, die ganze Zeit irgendwie nur monologisiertes Filmwissen rauszuhauen. Wir können reden, wie wir wollen, worüber wir wollen, werden es aber natürlich auf die Fragen, wie zum Beispiel, freut ihr euch auf 1899? Kann ich kurz die Zeitung haben, Gina? Beziehungsweise ich kann mir die auch holen. Währenddessen sage ich ganz kurz, wir haben früher im Freundeskreis immer du hattest einen Freundeskreis? Sagst durch die Blume, er ist gelogen, aber ich habe mir das irgendwo abgeguckt. Da haben wir Sagst durch die Blume gesagt. Immer, wenn am Tisch zu viele Leute saßen. Kannst du das Glas nicht berühren, das ist irre laut für die Leute, glaube ich, okay, wenn du das schiebst. Ist zu laut, okay, dann fasse ich nichts an. Aber dann haben wir die Blume einmal rumgegeben und dann musste man nur wer die Blume hatte, durfte sprechen. Ja, und dadurch, das nennt man Therapie und nicht Freundeskreis. Ach, das war, ja, stimmt, ja. Nee, aber das hat so ein bisschen, wenn alle besoffen waren, hat das den Lärmpegel ein bisschen gesenkt. Deswegen ist das eigentlich sehr schlau. Aber apropos besoffen, heutzutage haben wir einen verantwortungsvollen Umgang zu Alkohol. Ja. Da auch nochmal ein Stückchen. 1899 tatsächlich, liebe Leute. Ich habe heute hier Post bekommen von Netflix. Die haben so quasi Werbung gemacht, wann das rauskommt. Und da hat man hier quasi in so einem alten Zeitungsstil die Geschehnisse. Auch, dass Frauen jetzt Medizin studieren durften. 1899. War das so? Erstmals Frauen zum Medizinstudium zugelassen. Ein neues Jahrhundert mit neuen Chancen, steht da. Ach, daraus wird nichts. Ich weiß nicht, ob die Artikel historisch akkurat sind, aber auf jeden Fall finde ich das eine ganz süße Idee. Guck mal, 600 Zuschauer. Es werden jetzt die ersten, ich glaube, die ersten Streamer werden, also die Sichtungslinks für die Journalisten. Ja, ich habe heute die Frage bekommen, ob ich das haben will. Du auch? Gestern schon. Also ich bin wichtiger als du, deswegen habe ich gestern Abend noch die Anfrage bekommen. Ja, ich glaube, die sagen sich Freitag das Beste zum Schlechtesten. Ich glaube, so genau so war. Aber gut, was weißt du aber schon? Ich bin gespannt. Der Trailer sah gut aus und der lief doch schon in Toronto auf dem Festival. Das ist eine Serie. Ja. und ich habe ja Dark gemocht, zumindest die erste Staffel. Ja. Ja. Ich habe mit Baran Booda, dem Regisseur, als ich noch Schauspieler war und er noch Werbung gedreht hat, einen Sony-Werbespot gedreht. Ja. Da war ich ein Hase in einem Hasenkostüm, das habe ich heute noch, und wurde mit Farbe beworfen, super viel. Und das war quasi Werbung für die Farbtiefe von Sony-Kameras, glaube ich.
Und damals gab es 6 Hasenkostüme und wir haben ausgemacht, wenn ich nur 4 dreckig mache, darf ich 1 behalten. Das habe ich noch. Mhm. Das ist noch original. Baran als Regisseur, ich als Schauspieler. Er hat jetzt Dark und 1899 und ist jetzt mit dir hier im Stream. Wir haben es geschafft, jeder auf seine Art und Weise. Ja. Ja, so, ich habe original kaum Fragen bis jetzt gelesen. Ich hatte gerade gesehen, dass jemand gefragt hat, Avatar, ob wir gehypt sind. Charlie Hunnam habe ich gerade gelesen und hier Seven vs. Wild kommt immer wieder rein. Okay, das Seven vs. Wild, Gina hat sich ein bisschen behind the scenes angeguckt. Ich muss mal gucken, ob ich diesmal auch gucke. Grundsätzlich habe ich ja Lust so auf diese ganze Natursache. Es gab so ein bisschen Diskussion im Hintergrund, das hat mich so ein bisschen abgeturnt. Aber über Felix Meinecke, meinst du? Fritz Meinecke. Da muss ich noch ein bisschen gucken. Ich meine aber, in diesem großen Projekt ist es ja nicht bloß eine Personal, sondern viele andere. Und ich bin ja auch nicht immer ein Fan davon, einen Film zum Beispiel wegen einem Schauspieler oder einer Schauspielerin allein gänzlich zu boykottieren. Ja, ja. Und deswegen bin ich da so mal sehen. Ich denke mir halt so, dieses, hast du das neue Staffelkonzept mitbekommen, dass da jetzt so Leute wie Knossi mit dabei das sind? Hat mir Gina erzählt. Das hat mir Gina erzählt. Also Leute, die gar keine Ahnung von Outdoor-Survival haben. Und das finde ich ehrlich gesagt keine gute Idee. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gut ist. Vor allem, das ist, glaube ich, nicht ganz ungefährlich. Gina meinte zu mir, sie sind jetzt nicht, letztes Mal waren sie, glaube ich, in Schweden, sie sind jetzt in Südamerika. Und da gibt es ja schon auch viel mehr gefährliche Tiere. Ja, aber die sind auch schon wieder alle nach Hause gekommen, das heißt, alle leben. Ah, ehrlicherweise habe ich soweit noch gar nicht gedacht. Ja. Alle leben. Avatar 2, hast du den Trailer gesehen? Den neuen von gestern? Nein. Nee? Nee. Hast du nicht? Also wahrscheinlich. Nee, ich glaube, ich habe den im Kino gesehen. Kann das sein? Ich war mit Gina die Woche im Kino, habe ich den Avatar 2 Trailer gesehen. Ich glaube, der kam mir ein bisschen neu vor. Ich meine, ich hätte das im Kino gesehen. Starlet Nova schreibt hier gerade, jemand war jahrelang bei den Pfadfindern. Ja, aber das ist schon auch nochmal was anderes, als wenn du so eine Woche lang im Dreck liegst. Also ich glaube, das machst du als Pfadfinder tatsächlich nicht. Also Avatar 2 hat jemand gefragt, ob wir glauben, dass der an das Boxoffice vom ersten Teil rankommen kann. Ich glaube nicht. Dank Inflation. Ich glaube, also dafür ist noch ein bisschen zu viel Kinogemuffel da. Also ich habe das Gefühl, die brauchen noch so eine Weile, wenn überhaupt, um wieder an das alte Level zu kommen. Und ich glaube darüber hinaus, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, das sind 12 Jahre jetzt, ne? 13, 2009, ja. 13 Jahre. So lange, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob bei den Leuten das noch da ist, aber ich habe das unter dem Trailer, habe ich mal geschaut, was sind so die Kommentare, das ist ja immer ein ganz guter Spiegel, so was die Leute sagen. Ich war sehr überrascht, wie viele Leute sagen, boah, das ist ja krass. Es gab auch die Leute, die sagten, sieht ja aus wie der erste Teil oder sieht so künstlich aus, was ich gar nicht finde, weil ich fand den Ant-Man Quantumania Trailer viel künstlicher. Also da gab es ganz viele Bilder, die den neben Spy Kids nebengehalten haben. Mhm. Und das machte Sinn. Und bei Avatar, beim neuen Trailer, das Wasser ist krass. Ich finde sowieso, wir hatten den, ich weiß nicht vor welchem Film, als 3D den ersten Trailer. Ich sah auch, fand auch, das sah fantastisch aus. Und vor allem die Leute, die 20 Minuten bis jetzt gesehen haben, überschlagen sich hier damit, dass das wirklich technisch ein ganz neuer Standard sei. Inzwischen ist es gar nicht mehr so lange, bis man darauf warten muss. Gesichtsausdruck zu Operation Fortune. Können wir nichts machen? Ach, David, das ist wirklich... Ich hab mal gerade überlegt, wie wohl mein Gesichtsausdruck wäre. Frage an mich. Wirst du jetzt öfter Robby auf der Straße gerufen, weil David dich immer so nennt? Ist wirklich wahr. Ne? Ich mag das ja eigentlich nicht so sehr. Das darf eigentlich nur Gina zu mir sagen und ein paar Freunde. Und ich habe jetzt manchmal auch so auf Instagram Leute schreiben, Robby, ich wollte mal fragen. Ich so... Was ist denn los jetzt? Wie kam denn das Robi zustande? Du fängst manchmal im Podcast an, hallo Robi. Ah, okay. Ich habe es dir einfach nicht untersagt. Ist selber schuld. Er streamt lieber auf Twitch, sagen Leute. Nee, wir streamen hier auf YouTube. Weil wir brauchen keine Abos und so hier. Nee, du hast ja mal auf Twitch eine Weile gemacht, ne? Mit Gina gestreamt, getwitcht während Corona, weil wir tatsächlich viel Zeit hatten. Da habe ich dann immer Klemmbausteine gebaut. Und Gina und ich haben uns hier gequatscht. Manchmal haben wir auch gekocht zusammen. War ganz schön, so wie letzte Woche eigentlich. Du hast jetzt auch so ein bisschen, ich werde am Ende natürlich auswerten, mit wem fühlt es sich cooler an zu streamen? Ich kann nur verlieren. Ja. Sehr gut. Traumdu, sehr schön. So, was sagt ihr denn ja auch schon? House of the Dragons oder Ringe der Macht? Hast du House of the Dragons weitergeschaut als Folge 2? Nee, will ich auf jeden Fall noch machen, aber ich bin nicht in der Lage gewesen, da jetzt das alles nachzuholen, weil ich gleichzeitig kam jetzt noch Cabinet of Curiosity. Boah, das Wort. Cabinet of Curiosity. Kabinett der Kuriositäten. Und Andor will ich gerade auch irgendwie noch gucken, weil so viele Leute fragen, wie ist denn jetzt mit Andor? Wann sagst du da was? Ich glaube, Ende November kommt die letzte Folge davon. Das dachte ich. Mir haben letzte Woche im Stream alle gesagt, Andor sei schon durch. Nee.
Ich habe auch gedacht, 25. November. Ja, steht irgendwo. Bei IMDb stand das, habe ich das zumindest gesehen. Nee, das ist noch nicht durch. Okay. Das ist noch nicht fertig. Das kommt Ende November, kommt die letzte Folge, glaube ich. Und dann bin ich, dann will ich da irgendwie auch mit aufholen. Aber ja, nee, House of the Dragon schaue ich mir irgendwann an. Vielleicht, wenn die zweite Staffel kommt oder so. Jemand hat gefragt, ob du das neue God of War spielen wirst. Klar. Was heißt daran neu? Ist das so remastered oder was? Oder ist das ein neues Spiel? Ich bin nicht drin. Jetzt werde ich doppelt ausgelacht. Von David und Gina. Die sitzt übrigens hinter der Kamera. Also vor 2018 oder 2019 kam God of War. Das war so quasi das Reboot, hat die Reihe in eine neue Ära gebracht. Und jetzt kommt der zweite Teil, heißt Ragnarök und soll wieder ein absolutes Meisterwerk sein. Auf meiner PlayStation 5 werde ich hoffentlich viel Spaß damit haben. Ich mochte den ersten Teil sehr. War fantastisch. David hasselt raus, dass er eine PlayStation 5 hat. Ja. Weißt du, dass ich hier die einzige... Na, ist egal. Ragnarök steht für Deutsch? Wie für... Jetzt ist bald Schluss. Götterdämmerung. Glaube ich. Hier hat jemand gefragt, warum... Ich habe heute eine Liste... Jetzt ist bald Schluss. Ich habe heute eine Liste mit Horrorfilmen... Das klingt wie Manta Manta 2. Entschuldigung. Ich habe heute eine Liste mit Horrorfilmen gemacht und jemand fragt, warum Alien nicht da auf der 1 ist. Ich hatte tatsächlich Alien da drin. Also ich habe sogar mehrere Horrorfilme in der Liste noch gehabt, wie zum Beispiel Peter Jacksons Film, den ich ja immer wieder im Podcast nenne, nämlich Braindead. Das Problem war bei Braindead, der ist halt immer noch indiziert. Und ich kann den nicht zeigen und dachte dann so, ich stand dann da so 2 Minuten vor der Kamera und redete so, ja, ne, kann ich jetzt leider nicht zeigen. Warum mache ich es dann überhaupt so? Aber es ist ein bisschen schade, dass ich ihn nicht erwähnen kann. Und Alien habe ich nicht drin, weil ich so viel über Alien immer rede, dass ich dachte, ach komm, jetzt kannst du nicht schon wieder einen Platz nur für Alien drin haben. Du musst vom Ranking dann trotzdem eigentlich rein. Habe ich gemacht, aber dachte dann so, ach komm. Übrigens, der Partner, also die Dinah, rede später drüber von diesem Stream, der Verantwortliche, mit dem ich da mal zu tun habe, der fing dann auch immer mit über Filme zu reden, das große Braindead-Fan. Ja? Ja. Da musste ich an euch denken, dachte, eigentlich hättet ihr bestimmt ein richtig gutes Gesprächsthema bei Mighty zusammen, weil der mag so ein bisschen skurrilen Horror, alles was so ein bisschen Splatter, ein bisschen abgefahren. Also ich dachte, das ist, eigentlich passt ihr dann genau zusammen. Es kam mir ganz häufig die Frage nach Terrifier. Ich weiß nicht, ob du da auch so häufig gefragt wirst. Kennst du das mit dem Clown? Ach so, das neue S. Oh, guck mal, da kommt der Fichtenbock. Hier fliegt der. Auf seine Schulter. Seht ihr ihn? Ich habe David vorhin noch erklärt, dass es ein Fichtenbockkäfer ist. Ist es okay, der ist am Anfang so, möchtest du ein Stück Wein? Der ist so klein. Die werden riesig und wir lassen sie im Haus bei uns immer überwintern, wenn sie wollen. Die suchen sich eine Ecke und werden nicht von den Katzen gefressen. Okay, wenn du jetzt gehst. Stellt er dich? Soll ich ihn wegmachen? Nö, komm. Aber vorsichtig. Komm, der fliegt nachher weg, der ist riesig wie der Brummer. Komm, weg. Da oben kann er bleiben. Ihr könnt ja sagen, was er macht. Dieser Terrifier ist halt so irgendwie so ein Film, der mir immer wieder erzählt wird. Der erste Teil, da habe ich mal reingeguckt, den fand ich so müllig. Der ist aber halt wahnsinnig brutal, deswegen reden da die Leute viel drüber. Und der zweite ist jetzt... Wo kann ich den denn schauen? Den ersten kannst du, glaube ich, bei Amazon gucken. Und den zweiten, der ist jetzt in den USA gerade gestartet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ihr den alle gesehen habt, weil ich kriege ständig Kommentare, hast du den schon gesehen? Und ich denke, nee, geht nicht. Legal kannst du den gerade in Deutschland meiner Ansicht nach nicht gucken. Und ich muss aber sagen, ich habe auch keinen Bock drauf. Also alles, was ich davon höre, ist, dass das halt wieder ein absolutes Gewaltmassaker sein soll und das reicht nicht. Ich finde, wir sollten ihm einen Namen geben. Wer scheint sich da einzurichten? Ronny Kalutzke, der Käfer. Ronny, komm, geh weg von die Schulter. Ich glaube, die bleiben wirklich manchmal, also wir haben an den Fenstern so Ecken, da bleiben die, Tage Leute, die oder Leute Wochen. Können den Namen. Die bleiben dann Wochen. Ach so, ja, die Leute können... Ihr könnt den Namen von, ihr habt gerade Ronny Kalutzke gesagt, aber... Ramos Bondos. Was? James Bondos. Okay. Eine James-Bond-Variante. James Bond wird hier gerade gefragt auch. Welcher Schauspieler wäre für euch der Favorit für James Bond? Einige haben auch gefragt, die Frage hatten wir letzte Woche. Die haben wir so lange schon ausgelutscht. Die meinte auch, wie wir Charlie Hunnam finden. Hast du Shantaram? Meine Frau guckt es gerade. Shantaram. Shantaram. Ist eine Serie. Oh, das Ding. Come, they told me Shantaram. Shantaram. Ich höre tatsächlich die ganze Zeit nur, weil das Wohnzimmer ist hinter meinem Büro. Und meine Frau guckt die ganze Zeit Shantaram, weil die liebt Charlie Hunnam. Das macht mich immer ein bisschen eifersüchtig. Das ist wie Gina mit Henry Cavill. Ja, so. Ich habe gestern mit dass der dieses Jahr, also als er neulich, also es hieß, dass der wieder Superman wird, habe ich gleich an dich denken müssen. Und dachte so, der arme Robi, jetzt muss er sich die Scheiße wieder... Wir haben gestern Enola Holmes 2 geguckt und Gina dann hängt dann auch wieder gefühlt an seinen Lippen. Ja. Sie war da nicht dabei. Können wir nochmal zurückspulen, bitte? Dann hatte ich die Witcher-Nachricht ja besonders hart getroffen. Ne?
Sie weint hinter der Kamera. Aber dafür gibt es ja mehr Superman. Insofern. Außerdem ist ja der Grund dafür, dass er, dass die ja anscheinend auch Bücher und alles am Set verboten haben. Ne? Die haben alles verboten, was mit der Originalquelle zu tun hat. Ja, die sollen sich so ein bisschen lustig darüber gemacht haben, ne? Ja, also ist für jemanden, der das liebt, natürlich richtig blöd. Nächste Woche David und Gina im Stream, auf gar keinen Fall. Aber es gibt eine Podcast-Folge voraussichtlich zwischen Weihnachten und Neujahr oder irgendwo in dem Umfeld, wo sowohl Davids Freundin als auch Gina dabei sind. Und das sind zwei verschiedene Personen. Und da gucken wir mal, was da passiert. Ja, da bin ich auch tatsächlich sehr gespannt, wie das wird. Weil sie hat auf jeden Fall immer wieder einen Hot-Take. Das ist noch schlimmer als bei mir. Was heißt das? Hot-Take? Na, da, wenn du so eine Meinung hast, die auf jeden Fall kontrovers ist. Was darf man mit ihr nicht streiten und gut finden? Was hast du gesagt, wenn der Black Panther auf jeden Fall. Black Panther ist auf jeden Fall so eine Nummer. Und was hatte sie noch gesagt? Ich weiß es gar nicht. Letztens irgendwas Neues war das. Ja. Naja. Ich weiß auch nicht. Boah, hier sind ja wirklich, du hast es schon angekündigt, aber hier sind ja übelst viele Fragen. Hast du den neuen Toho-Godzilla mitbekommen? Ich habe gestern nur so, es gibt so ein Teaser-Bild von einem neuen Godzilla-Film, der kommen soll, aber von Toho selbst. Die hatten ja zuletzt Shin-Godzilla gemacht und jetzt, glaube ich, kam dieses Jahr Du hast alle 24 Filme geguckt. Das wissen bestimmt die Zuschauer. Es gibt noch eine Schienenvariante. Und jetzt wurde jetzt irgendwie gestern mit einem Teaserbild ein neuer Schienen-Godzilla angekündigt. Ich fand die letzten nicht so geil, wie viele das sagen. Ich mochte die Action ganz gerne, aber was mich genervt hat, ist, dass die ganz Ultraman, genau, Shin Ultraman ist angekündigt oder gibt es jetzt, glaube ich, schon. Was mich da genervt hat, dass die übelst viel von der Bürokratie in Shin Godzilla gezeigt haben und immer wieder reingeschnitten haben. Das sollte zwar so ein bisschen zeigen, dass die im Falle von so einer Katastrophe überhaupt nicht wissen, was sie machen sollen, aber das hat viel von dem Spaß, den Godzilla für mich haben sollte, total zunichte gemacht. Das tut mir ein bisschen leid. Ich bin in dieser Godzilla-Welt nicht so ganz drin. Und deswegen, wenn du davon so redest und erzählst, manchmal habe ich das Gefühl, wir gucken beide sehr viele Filme, aber ich dann doch ganz andere. So wie zum Beispiel dieses Ganze, wir hatten letzte Woche über Chainsaw Man geredet. Mhm. Und merkt, dann habe ich Gina raten lassen, was das ist. Und sie konnte es auch so ähnlich gut erraten wie ich, dass der Kettensäger, der bleibt da. Glaub mir, so ein Fichtenbockkäfer, der geht dann eine Weile nicht weg. Es wurde gefragt, nach welchem Film du weinst, David. Bei welchem Film ich weine? Oh Gott. Wann habe ich denn das letzte Mal geweint im Kino? Also du sitzt ja die meiste Zeit neben mir. Kannst du dich entsinnen, mal eine Träne gesehen zu haben? Nee, ne? Nee, generell nicht. Nie. Nee, ne? Bei gar nichts. Wahrscheinlich. Nicht mal, wenn der Wind ultra doll bläst und du nicht zwinkern darfst. Das stimmt nicht. Das habe ich immer mal wieder. Aber dann bin ich schon, dann denke ich schon so, denken die Leute jetzt, dass ich weine? Ich muss schnell anhalten, um mir die Tränen wegzumachen. Dann zieht ihr die Tränen nach rein und dann... Also ich weiß, dass ich als Kind bei E.T. geweint habe, wenn sich E.T. am Ende verabschiedet hat. Aber ich glaube... Zuletzt kann ich gar nicht mehr sagen, wann ich geweint habe in einem Film. Nee, ehrlich gesagt kriege ich nicht zusammen. Apropos Wein. Hau raus. Der Übergang ist so. Wir machen das jetzt ganz kurz an dieser Stelle. Dann lehne ich mich zurück. Nein, da ist das Bild unscharf. Wenn du dich ist Kai Ronny? Achso, da ist er. Der ist er, Ronny Kalutzke. Ronny Kalutzke ist komplett da. Liebe Leute, ich mache ganz kurz Werbung an dieser Stelle und zwar für Delinat. Wie schon in der vergangenen Woche beim Stream. Delinat, der Schweizer Bio-Pionier im Weinanbau, ist alle Delinat-zertifizierten Weine, wenn ihr dort auf der Seite seid, sind seit dem Jahrgang 2017 vegan und die sind ultra nachhaltig. Die haben die höchsten Bio-Standards überhaupt in Europa, noch weitaus höher als Demeter und Co. Haben eine sehr transparente Seite, da kann man sich alles zu deren Sachen, die sie machen, durchlesen, was Naturschutz angeht. Egal ob Weißweine, Rotweine, Schaumweine, Dessertweine oder auch Rotweine. Und letzte Woche habe ich den Ripasso empfohlen. Der steht hier hinten hinter Davids Schulter. Da hinten steht der Ripasso, den haben sich einige bestellt. Und heute trinken wir einen Le Meilleur von einem französischen Weingut, einem Vorzeigeweingut. Da haben wir zum Beispiel 40% zu Sauvignon Blanc mit drin als Rebnote. Ist ein sehr weicher Auftakt, der Wein, und der ist im Nachgang relativ lang und komplex, und je öfter man davon Schlücke nimmt, umso mehr füllt er sich auch im Mund. Also sehr, sehr spannend. Schmeckt nicht sehr aufdringlich. Das Was sind die anderen 60%? Müsste ich jetzt nochmal genau gucken. Sauvignon Blanc und Absir, warte mal, steht's hier? Wenn nicht, habe ich es auf der Seite. Achso, Syrah. 60%. 15 Monate gereift im Barrique-Fass.
Wenn ihr jetzt sagen wollt, ihr bei Delinat mal vorbeischauen, haben wir noch den Rabattcode Robert20. Da oben ist die Seite, könnt ihr auf delinat.com/Robert20 gehen. Und ab einer Bestellung von 50 Euro könnt ihr diesen Code einlesen und kriegt dann nochmal 20 Euro geschenkt. Gerade bei Weinen ist der Geschmack so vielfältig und die haben so viele verschiedene Weine. Ich würde sagen, es sind einige hundert. Deswegen lohnt sich da immer auszuprobieren. Die haben auch fertige Pakete, die man austesten kann. Und ich werde auch meine Lieblingsweine nach und nach zusammenstellen und ausprobieren. Und den hier mag ich zum Beispiel auch ganz gerne, Le Meunier. So, danke an dieser Stelle, an Delinat. Danke. Ja, achso, wichtig ist immer noch. Ich zeige nochmal hier rauf. Was ich ganz wichtig sagen will, ist immer, Alkohol ist, achso, die haben auch Olivenöle. Ne, das sind Olivenöle, wo du drauf zeigst. Richtig leckere Olivenöle. Beim Thema Alkohol ist wichtig, es ist natürlich ein Suchtmittel, ne? Also davon nicht zu viel. Wir haben bei uns hier im Haus immer ein paar Regeln. Das ist, nie alleine trinken, nie als Funktion trinken, nie zu viel trinken, nicht täglich trinken und, das war das fünfte, Gina. Auf jeden Fall, wir trinken einmal in der Woche ein oder zwei Gläser Wein und nach letztem Freitag ist das quasi hier diese Woche der Fall. Vielen Dank an Delinat, probiert euch da gerne aus. Ich habe sie schon seit einer ganzen Weile als Partner und ihr seht, wenn ihr auf der Seite seid, sehr transparent, kann man sehr, sehr viel auch erfahren, generell über die Produktion von Wein und allem, was dazu gehört. Warum lachst du, Gina? Was passiert? Okay, möchtest du nicht vorlesen. David ist so hübsch, steht da. Nicht zu wenig trinken, schreibt hier jemand. So. Naja, immer einem... Quatsch. Nee, ich meine es tatsächlich ernst, weil ich habe da negative Beispiele auch sehr nah schon erlebt und deswegen bin ich da ultra vorsichtig. Deswegen bin ich da auch immer sehr klar so in der Kommunikation. Es ist cool für alle, die genießen wollen, mit Freunden zusammensitzen am Abend oder Familie. Wir haben auch bald ein Weinseminar hier bei mir zu Hause. Wird auch total cool und spannend. Mein Lieblingswein ist immer noch der Ripasso. Der steht hier hinten und den haben auch einige Leute nachbestellt letzte Woche. Ich habe auch Feedback bekommen, dass er sehr lecker ist, aber ich habe auch Feedback bekommen von Leuten, dass er ihm nicht zusagt. So ist es nun mal bei Wein. Man probiert aus, ne, und da gibt es auch, ich habe jetzt zum Beispiel jetzt in Amarone aktuell in der neuen Bestellung, den will ich ausprobieren, den Ripasso, den mag ich richtig gerne. Oder auch hier, Timo Dienhardt, ein sehr spannender deutscher Winzer, der mehrfach ausgezeichnet ist. Das ist jetzt ein weißer Weißwein, das ist ein Riesling von ihm und auf dessen Weingut wäre ich schon zweimal dieses Jahr fast gegangen. Einmal gab es, weil so viel gefragt wurde, keine Zimmer in der Nähe, wo man übernachten konnte. Richtig? Und das zweite Mal hatte ich Corona. Und deswegen werde ich im Frühjahr mir bei Timo Dienhardt das in Ruhe alles anschauen. So, weniger Wein, oder beziehungsweise wieder zurück zu Filmen. Soweit das. Hier hat jemand gefragt, was ich von Evil Dead Rise erwarte. Wir haben noch nicht drüber gesprochen. Ne? Es wird eine Evil Dead Fortsetzung geben nächstes Jahr. Mhm. Ich glaube, sie spielt diesmal in der Großstadt oder so. Und ich glaube, Rise steht auch ein bisschen, ich glaube, es wird ein Hochhaus sein. Ich liebe ja den 2013er, also das Remake. Und ich hoffe, das wird geil. Bin mir aber ehrlich gesagt bei Fortsetzungen oder Remakes immer super unsicher. Das Hellraiser Reboot, Remake, was auch immer jetzt gerade in den USA angelaufen ist bei Hulu, hat mir auch nicht so gut gefallen. Deswegen, ich warte auf den ersten Trailer. Leider gibt es immer noch keinen. Soll, glaube ich, im April starten und dann kann ich euch mehr darüber sagen. Ganz viel wurde schon über Scream 6, aber ob wir uns darauf freuen, was wir erwarten, das Thema Scream 6, habe ich jetzt relativ... Habt ihr die Kritik auf meiner Seite gesehen, dann wisst ihr, ob ich mich darauf freue. Ich fand den Film war absolut unterirdisch. Ich glaube, der kommt auch in meine Liste der schlechtesten Filme des Jahres und deswegen, who cares? Ich mochte den auch nicht, aber damit haben David und ich tatsächlich auch die absolute Gegenposition zum Gesamtmarkt eingenommen. Wobei, Cinema Strikes Back mochte den auch nicht, als ich irgendwie... Der Alpa hatte mir sogar noch geschrieben und meinte, oh Gott sei Dank bin ich nicht der Einzige, so, weil ich kenne das ja so aus der Filmkritiker-Bubble. Ja, weil ihr auch miteinander nicht kommuniziert. Du warst ja auch... Ich war noch nie da. Wir hatten... wir waren zusammen auf dieser einen Comic-Con sie da getroffen in Köln. Da wart ihr auch. Und dann hatten wir verabredet, dass ich auch mal vorbeikomme. Dann hatten wir Kontakt, Zugtickets, alles gebucht. Dann kam Corona. Stimmt, dann habe ich gesagt, ey, ich würde es lieber vor Ort machen und nicht nur per Video schalte. Und dementsprechend kam das bis jetzt mit Cinema Strikes Back gar nicht zustande. Und dann haben sie nochmal angefragt und dann hatte ich irgendwas. Aber die haben es immer wieder versucht und immer kam was dazwischen. Aber ich fühle mich langsam deutlich schuldiger als alle anderen Umstände. Aber es gibt überhaupt gar kein Problem oder so. Also gar nicht. Nö, ich hatte jetzt Marius neulich getroffen von Cinema Strikes Back. Der war bei dem Movie-Pilot-Stream dabei. Da gab es dann auch einen Horrorfilm-Quiz. Und ich hatte so ein bisschen, Marius weiß von den Cinema Strikes Back-Jungs auch, wie ich finde, irgendwie das meiste. Und mit dem habe ich mich so ein bisschen gebettelt in dem Quiz. War ganz, hat mir Spaß gemacht. Und ich hatte schon gesagt, wenn ihr nochmal so ein Duo-Quiz macht, was ihr ja schon mal mit Yves und Marco gemacht haben,
dann wären wir beide da auch dabei. Ich fühle mich da immer so, als hätte ich, also wirklich, ich habe das Gefühl, ich hätte nicht viel beizutragen. Du bist einfach eine mentale Stütze dann. Danke. Ich gucke dich an. Also sagen können, nein, Robert, glaub an dich, du kannst wirklich was. Du weißt meistens die Dinge, wo ich dann die Lücken habe und umgekehrt. Wir sind ein super Team. Ja, aber das wäre gelogen. Gemeinsam. Das ist Quatsch. Meinst du es ernst? Schon. Wirklich? Na, ich glaube, es gibt ein paar aktuelle Filme, wo du tatsächlich ein paar, ne, wo ich mich. Aber sobald es zum Beispiel um Themen wie Kochen geht oder Versicherung oder Überleben. Ja, aber es ist ja nicht so schlimm. Oder aber Natur, bei Filmen habe ich definitiv Tiere, mehr Hintergrund. Oder bist du auch viel älter. Viel älter. Wirklich. Aber wir beschäftigen uns beide mit Filmen auf eine andere Art und Weise und da kommt das dann halt natürlich. Das wird nicht besser, David. Das wird nicht besser. Du weißt, dass ich das. Also da muss ich mich auch nicht für schämen. Nee, dafür nicht. Für was denn dann? Weiß ich nicht. Was haltet ihr von This Is Us? This Is Us habe ich nie gesehen und dabei wird die so hochgedübt, die Serie. Hast du die jemals gesehen? Ach nee, ich habe das ja jetzt schon mehrfach gesagt. Mit Serien bin ich eher so auf Kriegsfuß. Ich habe die Tage witzigerweise ein Video gesehen von Wolfgang M. Schmidt. Mhm. Und der hatte erzählt, oder das Video hieß, warum ich immer noch Serien hasse. Und ich muss sagen, ich hasse Serien nicht, aber ich habe mich viel in seinen Ausführungen wiedergesehen, weil er auch, das, was ich immer wieder gesagt habe, ne, Filme werden oftmals rund erzählt und Serien sind häufig so stuffed mit Kram, den keiner braucht. Nicht immer, und es gibt wirklich ganz großartige Beispiele, wo es nicht so ist. Aber ich fand, habe ich mich auf jeden Fall wiedergefühlt. Deswegen ich mit Serien. Und This Is Us, weiß ich nicht mal, was es ist. Was ist das? Ich kann es jetzt auch aus dem FF nicht sagen, aber eine der Serien, wo du immer wieder hörst, sollte man gesehen haben, ist ganz toll. Und ich mag ja auch Serien gerne. Ich habe heute Peacemaker angefangen und nach anderthalb Folgen, ich habe richtig Spaß. Also wenn ich es am Wochenende gucke, macht wirklich mir totale Laune. Gangs of London nennt hier einer. Hast du den Trailer zu Staffel 2 gesehen? Nein. Ist ja von Gareth Evans, der The Raid unter anderem gemacht hat, mhm, und Teil 2. Und die haben versucht, die brutalste Serie zu machen, die ich je gesehen habe. Und die Staffel 2 hat jetzt einen R-Rated-Trailer rausgebracht. Da ist mir ein bisschen übel von geworden. Warum? Ich sage, ja, weil da werden Hände auseinandergerissen. Es gibt alle möglichen Dinge, wo sie sich gegenseitig wehtun. Das soll ein absolutes Splatterfest sein. Das ist eigentlich so eine Underground-Gangster-Nummer. Aber die machen da mit Körpern Dinge, die will ich ehrlich gesagt nicht sehen. Und das war mir bei The Raid schon fast ein bisschen zu viel. Das ist mir dann too much Gewalt. Das ist mir ehrlich gesagt fast ein bisschen zu viel. Aber ich werde wahrscheinlich in die zweite Staffel oder die erste demnächst mal reinschauen. Hast du eigentlich gesehen We Own the City? Sagt dir das was? Weil du John Bernthal so magst. Er ist ja quasi, ich glaube, er ist ein Cop oder ein Gangster, ja, oder so Apple eine Mixwelt. TV, ne? Ja, ja, We Own the City soll auch ziemlich stark sein. Nee, habe ich nicht geguckt. Nee, tatsächlich. Würdest du mir nochmal nachschenken? Ja, das kann ich gerne machen. Von dem Limmy hier. Alien 5, meinst du, dass er kommen wird? Ah, nee, ich sehe das nicht. Also ich glaube, Ridley Scott hat nicht mehr viele Filme, die er in der Lunte hat. Achtung. Da gibt es nicht mehr viel rauszufeuern. Neil Blomkamp macht mittlerweile andere Sachen. Und das Skript hat er ja nun auch schon fast geleakt. Also es gibt ja mehrere Konzeptzeichnungen von seinem Alien 5, was mal war. Da stand gerade, läuft bei Sky. Ich glaube mal, dann ist We Own the City vielleicht eine HBO-Serie. Gina könnte ja checkfacken im Hintergrund. Ah, okay. Irgendwo hatte ich das gesehen. We Own the City, wo man das gucken kann, aber anscheinend Sky und ob das HBO ist anstatt Apple. One Punch Man, das mag ich tatsächlich. Das finde ich voll gut. Ich finde, One Punch Man ist so, das ist so eine Serie, es kann nicht einfacher gehen. Typ, der, du weißt so, worum es geht? Ja, mit einem Schlag macht er die weg. Genau, und ich denke so, das kann sich ja nicht tragen. Das machst du dreimal, drei Folgen lang und dann hat sich die Nummer ausgespielt. Aber gar nicht. Die erzählen da Staffeln über Staffeln, beziehungsweise in den Mangas. Und es ist so hilariously blöd, dass ich das schon wieder cool finde. Und zwar, das gefällt mir deutlich besser als Chainsaw Man. Hast du diese merkwürdig skurrile Serie, ich habe es jetzt beim Durchswitchen auf RTL Plus gesehen, The Networks, glaube ich, heißt das. Sagt dir das was? Nee. David Hasselhoff spielt an einem deutschen Theater die Hauptrolle in einem Theaterstück. Was? Und irgendetwas Skurriles passiert und Henry Hübchen hat damit zu tun. Du siehst auf dem Cover David Hasselhoff und Henry Hübchen. Nee. Und ich habe keine Ahnung, wie das zusammenführt. Sagt dir nichts, ja? Ich glaube, das heißt The Networks. The Networks. Ja, okay. The mit ZE. The Networks.
super skurril, was das ist. Muss ich mal reinschauen. Ich war sowieso überrascht, als ich war heute mal auf RTL Plus unterwegs. Du kannst auch den neuesten Fantastische Tierwesen-Film da gucken und so. Ich glaube, die versuchen sich ernsthaft aufzustellen. Also es wird immer mehr. Es sind so viele Kommentare die ganze Zeit. Es ist schwer, da durchzublicken. Ja. Ja. Ganz oft war jetzt die Frage, was wir von der Dokumentation For Sama halten. Habe ich gar nicht gesehen. Oh, das Ding ist, als ich meine Frau kennengelernt habe, wir sind zum ersten Date sind wir ins Kino gegangen. Und ich hatte ihr eine Liste gemacht aus Filmen und Dokumentationen, die ich gerne sehen will. Und For Summer lief gerade im Kino. Und das war das, was ich ganz oben gemacht habe. Worum geht's da nochmal? Es ist, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, ob es im Iran spielt. Es ist auf jeden Fall da drüben, wenn ich es mal so sagen kann. Und es ist in einem Kriegsgebiet mit einer Mutter, die um ihren kleinen Sohn bangt. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was dann mehr ist, aber es wurde, glaube ich, für den Oscar nominiert, wenn nicht sogar ausgezeichnet. Spielt in Syrien, schreibt jemand. Ah, okay. Und soll mega bedrückend, mega beklemmt sein. Meine Frau meinte damals, lass uns bitte in Parasites gehen. Den hatte sie nämlich noch nicht gesehen. Und ich hatte extra For Summer ganz nach oben gemacht, um sie so ein bisschen da rein zu manipulieren. Aber sie hat sich dann den Trailer angeguckt und meint, was ist, wenn der Junge stirbt? Dann würde ich beim ersten Date weinen. Das kann ich nicht. Deswegen For Summer muss ich noch nachholen. Ist genauso wie ein Film, den kann ich euch schwerstens empfehlen. Capernaum. C-A-P-E-R-N-A-U-M. Capernaum. Erzählt von einem kleinen Jungen, der auf der Straße groß wird. Ich glaube, in Südamerika ist das. Und da ein wirklich hartes Leben hat, aber sich irgendwie dabei seine kindliche Freude aufrecht erhält. Und ich weiß, dass meine Frau da hat sich die Augen ausgeheult. Und ich glaube, mit einer Träne ist mir auch die Wange runtergelaufen. Capernaum ist einer der besten Filme der letzten Jahre. Hattest du eigentlich mal Free Solo geschaut? Oder war das mal so eine Empfehlung, die du nicht weiter verfolgt hast? Nee, habe ich nicht. Eine der spannendsten Dokumentationen überhaupt. Die Macher von Free Solo haben ja, glaube ich, auch The Rescue gemacht. Diese Ich glaube ja. Und wir hatten, was wollte ich noch gerade sagen, wir haben letztes Wochenende witzigerweise... Libanon, schreibt jemand, ist Capernaum. Entschuldigung. Wir haben letzte Woche witzigerweise nochmal in Prehistoric Planet reingeschaut. Hast du das mal gesehen auf Apple TV? Und weißt du, was das ist? Von David Attenborough erzählt eine Geschichte, als würden die Dinosaurier heute leben. Das sieht aus, als würde man Tiger oder was auch immer für Tiere filmen. Alles super fotorealistisch und wie die sich im Verhalten bewegen und wie sie leben. Ich habe nie so eine realistische, die gibt es schon seit einem halben Jahr, Dinosaurier-Dokumentation gesehen. Also wenn dich das interessieren sollte, richtig, richtig toll. Ich muss heute übrigens an dich denken, weil ich habe ja draußen dieses Jahr 5 verschiedene, was ich jetzt erzähle, ist off-topic, weil David liebt Vögel. Und habe ich mir richtig gemerkt, oder? Du liebst doch Vögel. Und ich habe so ganz viele verschiedene Futterstationen gebaut, weil hier sind auch Waschbären nachts unterwegs und die reißen immer alles runter. Also habe ich was mit einem Regenrohr gebaut, jetzt gibt's das. Und ich habe so riesen Futterhäuser, die ich nur alle 2 Wochen nachfüllen muss, weil in die das 5 Kilo Futter kommen. Da musste ich an dich denken, weil ich Vogelfutter nachgefüllt habe. Ich habe gedacht, David kommt heute, falls er so einen Grund ist, sehen sollte, darf es nicht leer sein. Super viele, ja. Ich weiß so richtig, wie anstrengend das ist, wenn man da liest, schon weiß, was man als nächstes will und lässt es so ausklingen, was der andere erzählt. Ja, tut mir voll leid. Respektloser Arsch. Super viele Leute wollen wissen, was wir von der Filmanalyse halten. Ich gucke Wolfgang M. Schmidt einmal mal wieder. Ich bin nicht mit allem, was er sagt, d'accord, weil er, da sind auch manchmal so Takes und er dreht dann manchmal auch so ein Thema so weit, dass ich dann ehrlich gesagt nicht hinterherkomme. Und es gab so, ich weiß nicht, in einem Jahr hat er Rambo 5 zum besten Film des Jahres erklärt und da dachte ich so, na gut. Was bei Wolfgang so gerade halt... Irgendein Video eröffnet auch mit, dass Steven Spielberg kein guter Regisseur ist, darüber Nicht reden. Genau, also auch Terrence Malick sei generell Blödsinn und es gibt sicherlich Filme von ihm, die nicht so gut sind, aber andere auch. Aber als jemand, der selber ja auch ab und zu Dinge sagt, die definitiv anecken? Auch anecken... Du? Nein. Ich weiß. Ja, deswegen ist es... Ich guck Wolfgang gern. David ist mir so ein Hexagon, überall Ecken. Hast du dich schön rausgeschaut? Ich gucke so wenig, nee, ich wollte darauf schon noch eingehen. Ich schaue so wenig andere Kritiker, das hatten wir schon mal im Podcast auch als Thema, dass ich auch Davids Inhalte so wenig schaue, nicht aus Nicht-Respekt. Die Gründe sind vielfältig, sagen wir es so. Was ich bei Wolfgang M. Schmidt interessant finde, ist, wie sehr die Leute sich eigentlich wünschen, dass man mit ihm zusammen was macht. Ich weiß gar nicht, ob der so wenig Dinge sonst tut. Auf jeden Fall würde er zu so einem Weinschwenker-Talk würde der natürlich original. Ich wollte den tatsächlich mal anschreiben für den Podcast. Also fragen die Leute auch. Ich muss das einfach mal machen, dass ich dem schreibe, dass eben, weil dafür muss ich ihn aktiv auch mal bei Instagram oder weil ich habe
keinen Kontakt zu ihm. Also ich glaube, dass das sprachlich total spannend werden könnte. Ich bin natürlich auch auf der anderen Seite gespannt, wie jemand ist, wenn man jetzt 1 oder 2 Stunden mit der Person spricht und unvorbereitet, ob dann die Eloquenz und alles genauso stattfindet. Ist der, doch. Und das habe ich schon dann aber auch darüber hinaus mal so ein bisschen abzutasten, weil gerade in einem Monolog, da hat man so eine Haltung. Ne? Aber wenn es darum geht, mal abzutasten, wo ist denn der Humor? Worüber kann man denn auch mal gemeinsam lachen? Wo sind die Unterschiede wirklich wie gravierend? Oder wo gibt es Punkte, wo man zumindest eine Diskussion zulässt? Das kann ich alles gar nicht einschätzen. Deswegen ist es grundsätzlich total spannend finde. Lass uns schauen. Also wir hatten ja jetzt auch mit Schröckert von Kino Plus gesprochen. Der kommt auch irgendwann jetzt nochmal vorbei. Also wir werden noch ein paar Gäste haben. Yves von Moviepilot wird noch mal vorbeikommen. Ganz häufig lese ich jetzt, was meine Meinung zu Rheingold ist. Ich habe den noch nicht gesehen. Aber deine Kritik war ja positiv. Deswegen werde ich mir den wahrscheinlich noch anschauen. Ich finde es lustig, mal so zu schweigen. Okay. Ja, meinst du holst ihn wirklich nach? Ja, würde ich schon machen. Okay. Das ist wirklich so viel. Hier schreibt jemand, bei den Space Frogs war wie in den Videos. Ach, war Wolfgang bei den Space Frogs? Ja, gut. Aber ich habe es ja schon gesagt. Also ich glaube, der ist wirklich so. Dabei das Spielethema. Hogwarts Legacy. Haben wir davon gehört? Hast du da Lust drauf? Meine Frau steht natürlich immer da und erzählt mir alles. Es gibt bei ihr quasi 2 Themen im Leben, was das Spielen angeht. Hogwarts Legacy und Sims 5. Ne? Das sind so die beiden Dinge, die würden alles überschatten. Und da würde sie auch, bis auf die Dinge, die sie wirklich liebt, mich, meinen Hund und alle anderen Tiere hier links liegen lassen. Hogwarts Legacy, hast du da Lust drauf? Nö. Also ich glaube, es wird ja so ein Open-World-Ding in Hogwarts, aber ich kann mit Harry Potter nicht so viel anfangen, deswegen ich glaube, ich spiele lieber in der Zwischenzeit. Hast du mal eine Mina Lima-Ausgabe gesehen von Harry Potter? Du hast mir die schon gezeigt, ja. Ah, weil ich habe jetzt von Mina Lima auch, das wollte ich eigentlich, ich habe mich überlegt, das müsste ich dir eigentlich mal schenken. Ich habe mir auch Alice im Wunderland geholt und Der Zauberer von Oz. Und es gibt auch Ariel von, und Ariel ist ja deine Lieblings-Disney-Figur und alles. Und da gibt es die Mina Lima-Ausgabe. Ah, die wird richtig schön aussehen. Und ich glaube, da bin ich mal. Aber ist das dann nicht die Buchvorlage von Christian Anders? Hieß ja die junge Meerjungfrau bei Ariel. Kann auch sein, dass es die junge Meerjungfrau. Ich kann das gleich mal recherchieren. Ich weiß es gar nicht. Irgendwas mit Meerjungfrau. Hier hat jemand gefragt, wie wir Banshees of Inisherin. Du hast ihn noch nicht gesehen. Ich habe jetzt den Trailer mir endlich mal angeguckt und der macht schon genau diese Stimmung. Und du hast ja gesagt, du liebst den. Also ich ganz kurz. Ich fand ihn fantastisch. Ich habe ihn schon gesehen. Und ich freue mich drauf, weil Brügge sehen und sterben ist einer meiner Lieblingsfilme, weil das eine ganz einzigartige Chemie ist und der Regisseur auch mit 7 Psychopaths und 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri nochmal Filme auch nachgelegt hat. Das sind alles bei mir 10-Punkte-Filme. Deswegen kann es nur, glaube ich, gut werden. Und Colin Farrell und Brandon Gleeson haben ja auch schon gezeigt, was für ein super Duo sie sind. Also ich freue mich da sehr drauf. Ich weiß nicht, wann die nächste Pressevorführungsrunde sein wird. Die kleine Meerjungfrau heißt es. Es gibt es von Mina Lima und das sieht, soll ich dir mal so eine Version, anderes Märchen, willst du es mal sehen als Buch, wie das aussieht? Mach das gerne, ja. Ja, Gina, würdest du das holen oder das ist ein Problem? Der Zauberer von Oz. Gerne. Jemand hatte bester Zombie-Film und jemand anderes hatte bester Pixar-Film. Bester Pixar-Film ist für mich Wall-E. Oh, bester Pixar-Film ist für mich, nee, Coco ist Disney, ne? Dann ist es für mich persönlich, ganz persönlich Ratatouille. Bester Zombie-Film ist für mich entweder Day of the Dead von Romero oder Dawn of the Dead von Zack Snyder, weil der macht Spaß. Für mich ist es 28 Days Later. Oh ja, der ist auch super. Ja. Aber ich mag eigentlich 28 Weeks Later sogar noch ein bisschen besser. Das finde ich so merkwürdig. Du hast schon mal gesagt. Ich habe den als viel schlechter in Erinnerung. Vielleicht muss ich den mal schauen. Ja, das ist ein fantastisches Sequel, wie ich finde. Also die Stimmung von 28 Days Later war einfach großartig am Anfang. Und dann auch diese, ich weiß bis heute noch, als dieser Rabe oder irgendein Vogel, was ist das für ein Vogel? Ist das ein Rabe? Und dieser Tropfen Blut und das Auge von Brandon Gleeson tropft, das ist einfach großartig. Und auch die musikalisch, die verdichtete Stimmung fand ich, also das ist mein Liebling. Wobei es dann auch, ich mag eigentlich auch so diese speziellen Ausläufer wie Warm Bodies total. Also den mochte ich auch richtig gerne. Der war stark. Die Cinema übrigens, die Zeitung, die du heute mitnimmst, hat ein kleines Special zu Vampire da mit drin und auch die Ausläufer Richtung Zombie und da ist, das habe ich übrigens angefangen zu gucken, die Rückseite. Zeig mal die Rückseite. Peripheral. Also ich komme in die erste Hälfte der ersten Folge, ich komme dann nicht, werde ich da nicht mehr mal. Ich finde die, die heißt Chloe Grace Moritz, nicht die alte. Ich soll nicht alte sagen, ich weiß, aber ich finde die schrecklich. Ist eine der schlechtesten Schauspielerinnen, die dieser Planet je hervorgebracht hat. Zuletzt hatte die in so einem, da hat sie ganz gut reingepasst, das war, der hieß irgendwas mit In the Clouds oder In the Sky, da spielt sie so im ersten oder zweiten In den Wolken. In den Wolken! Spielt sie so eine, sie ist an Bord so eines, so von so einem Kriegsflugzeug und dann sind da Gremlins.
Und dann stürzen die ab. Und das ist ein herrlicher Trash-Quark. Aber ansonsten ist die wirklich schlecht. Ginas Mutter hat Triangle of Sadness gehasst und sie hat den geliebt. Ja, heute ist meine Frau drin. Ich wette, die kommt nachher nach Hause und wird mir die Hammelbeine langziehen, weil ich sie nämlich da reingeschickt habe und ich kenne sie. Den wird die hassen. Aber ja, kommt dieser Spruch Hammelbeine langziehen? Kommt das nicht von dem Hammelsprung und dem... Ich weiß es nicht. Es gab ja jetzt auch jemand, der schrieb so, warum magst du The Menu nicht und warum magst du Triangle of Sadness? Das ist... glaube ich, schwer zu sagen, wo dann die Vorlieben liegen. Aber Triangle of Sadness ist für mich der deutlich intelligentere Film. Ich zeige euch mal was. Das ist die Mina Lima-Ausgabe. Mina Lima steht für ganz besondere Ausführungen von Büchern und die haben auch Märchen wie Peter Pan oder Die junge Meerjungfrau. Und hier zum Beispiel der Zauberer von Oz, falls du mal reinschauen willst, die haben dort immer ganz toll illustrierte Seiten und auch so Klappbilder, wo man Dinge rausklappen kann. Wie in meinem Buch. Es ist sehr, ja? Da sind auch tolle Illustrationen drin. Hast du etwa aber noch nicht reingeguckt? Aber nichts zum Ausklappen ist nichts drin. Das ist wirklich richtig, richtig schön. Oh. Da hat man so zum... Ja, hier sind auch noch diese Papierdinge, habe ich noch nicht alle rausgenommen, weil ich die erst nach und nach... Das kann ich jetzt... Ah, okay. Du kannst Dinge aufhalten, du hast hinten dann auch in verschiedenen so Briefe, die ganz so geil ausklappen kannst und auch bei den Harry-Potter-Büchern gibt es die ersten beiden Bände. Und da gibt es richtig... Ist richtig süß. Also wenn ich mir überlege, wir haben Nachbarn mit Kindern und da ist immer die Frage, ob wir auf die aufpassen und da soll ich dann auch mal... Soll ich vorlesen? Fände ich halt richtig schön, so der Zauberer von Oz oder so daraus vorzulesen. Und ich finde auch das Design, guck mal, wenn die so im Schrank stehen, sieht einfach richtig schön aus. Kannst du einmal wenigstens kurz hingucken, wie schön so ein Buchrücken hier aussieht, wenn man das im Schrank sieht? Ich finde das richtig schön. Sieht wirklich gut aus. So, aber so, so, so ich waren, liebe das, das ist so Leidenschaft. So waren, die früher die Bücher. Ja. Also mein Opa hat mit ganz viele. Mit 9 interaktiven Extras. Okay, das klingt ein bisschen nach Mickey Mouse tatsächlich, wie darauf gedruckt. Nee, aber super, ich finde das auch schön. Also wenn ich mehr lesen würde, würde ich mir das wahrscheinlich gönnen. Boah, Ronny ist auf den Laptop geflogen. Ronny Kalutzke. Und sitzt auf Davids Gesicht in dem Screen. Aber jetzt mal rüber, du. Okay. Okay, ich will ihn erlösen. Lennart fragt seit gefühlt 1,5 Stunden, wie wir zu Akira Kurosawa stehen. Ich gehe mal voran, weil ich glaube, bei dir wird es ähnlich aussehen. Ich habe viel zu wenig Filme von Akira Kurosawa gesehen, um da jetzt eine clevere Meinung zuzusagen. Der hat natürlich die Vorlage gelegt mit Seven Samurai und so, die für Stories, die dann vielfach immer wieder verwertet wurden. Aber diese langsamen Schwarz-Weiß, ne, Samurai-Filme sind es ja nicht immer, aber ich muss sagen, es gibt immer wieder Filme, wo ich denke, so ich muss meinen Pile of Shame abarbeiten und Akira Kurosawa ist sehr weit unten. Deswegen, ich habe. Was ist denn dein Top-Film, wo du sagen würdest, den die Lücke möchte, würdest du als erstes schließen? Ich weiß es sofort, ich habe Citizen Kane nie gesehen. Und Citizen Kane, denke ich, das ist eigentlich nicht... Nee, den habe ich geguckt. Ich glaube, was eine Sache... Es gibt so ein paar Filme, da gucke ich seit Monaten. Wo finde ich den endlich mal? Zum Beispiel von Michael Mann. Möchte ich endlich mal Insider sehen. Okay. Nee, Heat. Aber Michael, ich hätte gerne meine Michael Mann-Biografie ein bisschen vervollständigt. Und Thief zum Beispiel habe ich von ihm nicht gesehen. Und hatte ich gerade schon gesagt, habe ich nicht gesehen. Es gibt von Scorsese ein paar Filme, der wird jetzt nämlich 80 im November und ich würde eigentlich gerne ein Ranking zu dem machen, aber es gibt nicht alle Filme. Der wird auch arbeiten, bis er umfällt, ne? Wahrscheinlich, der wird ähnlich wie Eastwood wahrscheinlich bis zum letzten Tag arbeiten. Ich habe gerade in der aktuellen Empire einen Artikel gelesen über Eric Roberts. Worum es da geht, erzähle ich dir beim nächsten Trivia im Podcast, aber da dachte ich auch so, der sagt auch, also sein Ziel ist es, am Set zu versterben. Ich verstehe das ehrlicherweise auch. Ich muss mal sagen, wenn ich so denke, okay, wenn das alles ganz gut läuft und wenn man eben verschiedene, du weißt ja, ne, rein theoretisch, wenn man das alles gut managt, kann man ja irgendwann auch einfach aufhören, in unserem Beruf zu arbeiten. Aber ich denke dann immer so, ich mache das eigentlich auch viel zu gerne. Übrigens, Sachen nachgucken. Ich merke immer so, wenn ich Serien schaue, ich gucke jetzt am Wochenende zum Beispiel Peacemaker, 8 Folgen, 45 Minuten. In der Zeit konnte ich halt auch 3 Filme nachholen, ne, von der All-Time-Liste. Und ich habe jetzt total Bock zu lesen. Und ich habe mit Gina wieder angefangen, WoW zu spielen. Das ist einfach alles so zeitfressend. Ja. Ich hätte gerne längere Tage und weniger zu tun. Ich sehe das bei mir auch so. Immer wenn ich Videospiele spiele, dann hat sich das mit einer Serie zum Beispiel erledigt. Wenn du mir nicht ins Gesicht fliegen würdest, wäre das wirklich allerdankbarst. Jetzt ist er. Und dann möchte ich ja gerne noch Klassiker nachholen. Oh, guck mal, Nala geht jetzt an. Stimmt, die Katze. Hier hat gerade jemand noch gefragt, welche Filme von Andrei Tarkowski wir gesehen haben. Und das ist zum Beispiel, ich hatte vor 2 Jahren saß ich ganz alleine hier in Berlin in einem Kino und habe mir Stalker angeguckt. Niemand sonst war da, niemand.
Ist das eine Videospielverfilmung? Nein. Das ist auch eine Spielereihe, oder? Stalker? Ja, es ist eine Spielverfilmung. Ja, da ich Stalker nicht gesehen habe und ich kenne die Spielereihe, ist die Frage sogar, doch legitim. Ich glaube sogar, dass die Stalker-Spiele auf Tarkovskis Geschichte irgendwie so ein bisschen basieren, so. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Erklärt das noch weniger, warum du erstmal lachen musstest auf meine Frage. Ich glaube, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob es Quatsch ist. Ich habe Persona mal von ihm geguckt, aber es gibt so wie Andrei Rublev oder so, wie der heißt, Rublev. Ich habe zu wenig Filme auch von dem gesehen und das, ich weiß immer gar nicht, wenn ich die alle gucken soll. Ich überlege, ob ich einen Slow-Chat mal reinmache. Warum? Weil so viele Kommentare. Ach, das geht schon. Ist da so viel? Naja, ein paar hilft das, dass sie immer wieder kommen, weil, also klar, jetzt fragt schon wieder jemand, ob ich God of War spiele. Ich habe das Gefühl, da kommen Leute später rein. Und das ist übrigens Gina, falls ihr sie nicht kennt vom letzten Stream, ist meine Ehefrau. Hey, na. So langsamer Chat, jetzt können was? Maximal 60 Kommentare durch, oder was? Nee, jetzt können die Leute maximal alle 60 Sekunden was schreiben. Habt ihr mitbekommen jetzt? Du wirst offiziell gepunished von so. Gina. Man kann jede Minute eine Sache schreiben. Robert meinte ja im Space Radio Podcast, er spiele sehr viel Overwatch, deshalb wollte ich fragen, was ihr vom zweiten Teil haltet. Stimmt, ich war da ja mal im Podcast. Hast du Teil 2 gespielt? Auf gar keinen Fall, ne? Ich habe den ersten gespielt. Für eine Klopfe 5 Minuten reingeguckt und dann sofort deinstalliert. Das ist nichts für mich. Na, ist das für mich? Ja, ist in Ordnung. Ich spiele lieber Singleplayer-Games. Ich habe Overwatch 2 gespielt und spiele es auch nach wie vor. Und Gina und ich hatten erst richtig Bock, dann gerade wieder nicht. Gina ist sehr gestresst, dementsprechend muss ich alleine spielen. Ich weiß es nicht so richtig. Also ich habe 2.500 Spielstunden in Overwatch. Also ganz extrem. Ach so, Persona ist gar nicht von Tarkovsky. Der war von, wie heißt der? Das siebte Siegel von Ingmar Bergmann war der. Stimmt, Entschuldigung. So, hier steht Hashtag Gina loben. Everything Everywhere All at Once. Hattest du den nachgeholt? Everything Everywhere All at Once? Den hatte ich doch vor dir gesehen. Nee. Doch, den hatte ich vor dir geguckt und hab dann, ich fand den ja nicht so gut. Ich hatte noch gesagt, ich gucke den noch ein zweites Mal. Ach, damit ich den so gut fand? Nee, die ganze Welt findet den ja gut. Und ich hatte den ja nur 3 Sterne oder so gegeben, weil ich irgendwie, vielleicht war ich nicht in the mood. Hast du ihn ein zweites Mal gesehen? Nee. Mann, es sind so, dieses Jahr ist voll. Ey, das ist so krass. Allein diese Serien, die jetzt im September, Oktober rausgekommen sind. Aber 2023 wird viel krasser. Also es wird einfach richtig krass. Ich weiß nicht mehr, wann ich damit, also ich glaube, dann muss ich 2023 wirklich aufhören, Serien zu machen, weil ich weiß nicht mehr, wann ich das gucken soll. Also weil jetzt zum Beispiel 14 Folgen Andor sind 14 Stunden Lebenszeit. Ja, das stimmt. Wo soll ich die hernehmen, während dann noch diese ganzen anderen Sachen releasen, die Filme im Kino geguckt werden müssen? Der Content muss ja auch noch produziert werden. Also jetzt zum Beispiel das Halloween-Video, das Horrorfilm-Video von heute, da sitze ich 2 Tage dran. Ne, die ganzen alten Clips raussuchen, das zusammenschneiden, das dauert alles ewig, ohne mich beschweren zu wollen. Aber ich weiß manchmal nicht, wann ich noch Dinge gucken soll. Und manchmal, ich liebe es ja auch, noch ein paar Games zu zocken, aber das geht gar nicht mehr. Es ist wirklich vielfältig, was da alles möglich ist. Gerade hatte ich jemand bedankt für den Tipp to the Bear. Also seitdem ich im Podcast drüber gesprochen habe oder eine Review gemacht habe, kriege ich jede Woche gefühlt hunderte Nachrichten, dass die Leute The Bear lieben. Ich freue mich richtig darüber, dass ich eine Entdeckung beitragen konnte und die auch mal ankommt. Hast du das denn öfter? Weil du bringst ja öfter so spezielle Dinge an, wo du sagst, oh, guckt euch das an, wo ich meinte, okay, habe ich nicht von gehört. Also schreiben die Leute dann oft dir persönlich nochmal, ey, danke für den Hinweis. Weil ich habe das bei The Bear so massiv, dass ich das noch nie hatte. Relativ voll, also auch so Monate später zum Teil, wo Leute dann irgendwie eine Podcast-Folge ein Jahr später nachgeholt haben und dann das geschaut haben oder irgendein Video von mir gesehen haben. Aber das gibt es eigentlich auch über Jahre. An der Stelle übrigens andersrum, falls noch niemand davon gehört haben sollte, die jetzt gerade hier zuschauen. David und ich haben Podcast 2 wie Pech und Schwafel seit 90 Folgen, seit Februar 2021 und reden jede Woche eine gute Stunde über Filme, Serien und was wir so in der Woche vorher alles Neues erlebt haben und haben dann aber auch ein paar Themen. Hier, jemand schreibt gerade Danke für den Hinweis für RRR. Den hast du auch nicht geguckt, ne? Diese indische 3-Stunden-Film auf Netflix, ne? Aber ich weiß, was es ist. Ich behalte es im Kopf. Große Freude, ja. Ja, bin gerade Folge 50 im Podcast. Ist richtig krass, wie oft Leute schreiben, dass sie sich den ganzen Podcast nachholen. Und du siehst ja auch die Aufrufe auf die Folgen von früher, ne? Und auch, du siehst auch immer, dass die ersten Folgen immer noch so jede Woche ihre 500 bis 1000 Aufrufe haben. Das sind halt Leute, die nachkommen und sich das dann danach nochmal anhören. Ich habe von Terrifier 2 gehört. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Ich habe so wie den ersten Teil nur angefangen. Und den zweiten wüsste ich ehrlich gesagt gerade gar nicht, wie man den gucken kann.
Hier steht noch, holt bitte lieber Code nach. Schweiger macht jetzt zu 90% alles besser, was ihn letztes Jahr, was ihn in den letzten Jahren verzapft hat. Ich glaube vielleicht, weil es eine Buchverfilmung ist von Sarah Kuttner. Aber den hat Wolfgang M. Schmidt auch komplett in Grund und Boden getreten. Und in Sachen Til Schweiger vertraue ich auf Wolfgang M. Schmidt. Also als ich jetzt gesehen habe, Manta Manta 2, ich weiß überhaupt nicht, was ich von dieser Idee halten soll. Manta Manta 2? Ja, ja, das ist ein Sack und Tüten und wird auch gerade produziert. Habe ich gar nicht mitbekommen, was ist das denn für ein Quatsch? Ja, also Manta Manta 2 kommt, warum auch immer. Oh, dann, will, dann muss aber auch Go Trabi Go zurückkehren. Hast du einen Stift, Gina? Eure Meinung zu Scorn. Ich habe einen Podcast gemacht, also ich habe jetzt schon Leute nach SheSat gefragt, da wirklich den aktuellen Podcast, der ist gestern erschienen, Folge 90, da reden Robert und ich unter anderem über SheSat, glaube ich ganz am Ende des Podcasts, und über Scorn habe ich vor 2 Folgen beim Hooked-Magazin drüber gesprochen. Das Spiel fand ich leider richtig schlecht. Guck mal, das kannst du lesen, ohne darauf zu reagieren. Okay, mir wurde gerade eine geheime Nachricht zugestellt. Superstau. Hier kennt noch jemand Superstau. Sehr gut. Was ist ein Superstau? Superstau ist warte mal, ist es nicht... Es gab Go Trabi Go? Es gab Go Trabi Go. Stimmt, ich kenne es. Es gab Trabi Goes to Hollywood mit Thomas Gottschalk. Aber ist der Superstau ist nicht mit Thomas Gottschalk? Nee. Und das... Warte mal ganz kurz. Superstau war, glaube ich, mit... war der mit Ralf Richter? Nee, wobei... Das könnte sein. Aber Go Trabi Go war mit Wolfgang Stumpf. Genau, Stumpf. Die beiden Stumpf. Mit dem habe ich noch Salami Aleikum gedreht als Schauspieler. Ach, echt? Ja. Ja, war mit Ralf Richter? Offenbar. Ja. Nee, Superstau war, die stehen dann halt in einem Stau und brüllen sich irgendwann alle an. Das erinnert ein bisschen wie an die Flodders, nur ohne, dass die unterwegs sind, sondern im Stau stehen. Mein Vater hat sich damals zu Tode gelacht dabei. Dann scheint ihr beide einen komischen Humor zu haben. Das hat sich weitergereicht. Ich habe den Humor eigentlich eher, ich glaube, von meinem Opa. Ottfried Fischer hat da auch mitgespielt. Stimmt, genau. Da hat er, glaube ich, so diesen Fischerhut auch auf, den man so kennt. Ach ja, aber ich muss sagen, Trabi Goes to Hollywood, den habe ich hier im Kino Kosmos. Heißt das, oh, das so? War mein Kind. Nee, das ist, ist, ja, ist seit ja kein, 97 ist kein Kino mehr. Aber das war mein Kindheitskino, weil ich in Friedrichshain aufgewachsen bin. Ja, ich auch. Da habe ich Jurassic Park gesehen damals im Kino. Im großen Saal? Ja. Oder war es da schon umgebaut mit den 8 Kinos? Weil erst war es ja nur ein Saal. Nee, im großen Saal. Ich habe Hook damals gesehen. Also 92 kam ja dieser Robin Williams Film. Genau. Dann habe ich... Den hat der so früh gemacht? Ja. Noch vor Jurassic Park? Nee, ja. Jurassic Park war Nein. 90, ne? Das war sein großer Flop, ich glaube 91 oder Jurassic Park war 93. Mhm. Und ich glaube, sein großer Flop davor war Hook. Und weil Hook nicht funktioniert hat, hat er dann gesagt, okay, jetzt mache ich mal was ganz anderes. Ich hatte als Kind so Angst vor dieser tickenden Uhr und dem riesen Krokodil. Das kippt doch nachher auf Dings drauf, ne? Es fällt um Und das Maul direkt auf ihn drauf. Superstau gibt es auf YouTube, echt. Es gibt krass viele Filme auf YouTube. Inzwischen? Ne? Ich hatte mir neulich von John Woo hatte ich mir The Killer auf YouTube angeguckt. Da sind dann auch oft irgendwie die Rechte nicht da oder was auch immer. Keine Ahnung, wieso das funktioniert. David, deine freie Meinung zu Better Call Saul? Ja, nicht gesehen. Aber das ist halt so ein Ding. Wie viele Staffeln sind es? 5? 4 oder 5, glaube ich. Ja, das geht halt gerade einfach nicht. Der Spirited, hast du den Trailer zu dem neuen Ryan Reynolds Film gesehen? Ich war auch wieder kurz davor, ein bisschen in mich hineinzubrechen. Guck mal, nicht hineinbrechen. Einer möchte sich hier verkleinern auf 1,15 Zentimeter, um in unsere Därme zu schlüpfen. Vorhin hat auch jemand gefragt, er würde gerne mein Glied irgendwann mal betrachten. Ich bin mir nicht so ganz sicher, warum er das möchte, aber... Es ist Freitagabend, hey, was soll man machen? Vielleicht, man weiß ja nie, wie sich mein Kanal noch entwickelt. Irgendwann kommt bestimmt der Punkt, wo ich so... Ich war gestern beim Hautarzt, da hatte ich wieder dieses Gefühl ungewollt, wenn jemand was betrachtet. Ja, ich war ja beim Urologen letzte Woche. Wenn sie dir dann irgendwelche Sachen in den Hintern reinschieben, da denke ich mir immer so... Und da kommt noch der Arzt dazu. Okay, gut. Genau. Dungeons and Dragons, freust du dich denn darauf? Ich fand den Trailer überraschend spaßig, muss ich sagen. Ich kann ja mit dem ganzen Ding, der Thema nichts anfangen. Da werde ich richtig, weil ich bin kein Pen-and-Paper-Mensch. Gina entwickelt sich jetzt total zu einem Pen-and-Paper-Fan. Sie hat eine Gruppe, wo sie alle 3 bis 4 Wochen aufschlägt und sie spielen den ganzen Tag. Sie hat sich kurz vor dem Stream hier so ganz besondere, was für Drachenglas, Würfel, Kupferfarben, Aluminiumwürfel bestellt. 6 Stück oder mit Drachen? Aber auf Dungeons & Dragons basieren ja auch sehr, sehr viele Sachen, wie zum Beispiel die Dragon Age-Spiele, ganz viele Baldur's Gate-Spiele. Dieses Regelwerk ist halt total wichtig. Und ich glaube halt auch, dass Dungeons & Dragons hat halt extrem viel geschaffen. Ne? Also ich glaube, das ist das ganze Rollenspielgenre, aber auch bei Filmen. Seit wann gibt es denn Dungeons & Dragons? Ich glaube, seit den 70ern.
So lange? Es gibt schon sehr, sehr lange, ja. Genauso wie Magic ist auch schon sehr, sehr lange. Und das ist der Urschleim von allem. Also sowas wie das schwarze Auge und wie die alle heißen, kommen alle sehr viel später. Ich glaube, Dungeons & Dragons war das allererste, ja. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das war mit so das erste. Hier hat jemand geschrieben, warum hast du noch nicht über The Thin Red Line gesprochen? Das werde ich der irgendwann schmale Grat, der schmale Grat. Der schmale Grat, ja. Bester Filmkomponist, okay, der David. Gina, du schreibst immer den Namen von dem von House of the Dragons. Wer ist das, der beste Filmkomponist? Ramin Djawadi. Ramin Djawadi. Bei mir sind es Howard Shore, der hat mit Das Schweigen der Lämmer, mit Herr der Ringe und mit Die Fliege ein paar meiner Lieblingssachen gemacht. Ich finde Alan Silvestri brillant. Der hat die... Das Simpsons-Theme, ist das nicht auch von ihm? Nee, das ist von... Tom Newman? Nein, nee, von wem ist das Simpsons-Theme? Das ist von Danny Elfman. Danny Elfman. Und Danny Elfman war es früher, aber Danny Elfman macht halt nicht mehr die Musik, die er früher gemacht hat. Der hatte so damals bei Edward mit den Scherenhänden, bei Nightbreed, bei Armee der Finsternis... und dann spätestens so mit Spider-Man hat sich sein Stil verändert und das mag ich nicht mehr so. Interessiert dich Hans Zimmer, der ist nächstes Jahr in Berlin? Würde ich mir, glaube ich, angucken, ja. Warum hast du noch keine Karten gekauft? Weil ich nicht wusste, dass der hier ist. Der ist hier. Okay. Das ist mein Geburtstag, glaube ich sogar. Wann ist der nochmal? Wollen wir dann gemeinsam gehen? Wann ist mein Geburtstag? Nächstes Jahr. jemand fragt, was meine Tattoos bedeuten. Welches? Das hier heißt... Idiot. Nee, was heißt denn das nochmal? Rein. Das heißt rein... Das habe ich mir mit Hand of Blood stechen lassen. Rein. Rein. Das war so. Ja, also so wie Reinheit. Sauber. Ja, eben nicht. Max hat auf seinem Kanal immer so Sachen, so hat immer rein in Videos gesagt. So. Und das war dann irgendwann dieses Motto, was wir dann auch, wenn wir auf einer Party waren, zum Beispiel Tanzfläche, niemand hat getanzt, wir beide rein. Kerngedanke rein. Sind wir beide auf die Tanzfläche abgespastet. Sagt man nicht, Entschuldigung, aber ne, unter Freunden. Damals haben wir das gesagt, als wir noch nicht wussten, dass das idiotisch ist, das zu sagen. Dann sind wir nach Japan geflogen und haben gegoogelt, was heißt rein? Und dann stand da nach rein, aber es bedeutet Reinheit. Also es bedeutet das Falsche. Und im Video, Max hat dazu ein Video gemacht, sagt Max zu mir, David, das heißt Reinheit. Und es ist wirklich in dem Moment nicht gestellt. In dem Moment erfahre ich gerade, dass ich mir das Falsche tätowiere. Und er sagt dann, ja gut, können wir jetzt ja nicht anders machen. Und hat sich dann auch das falsche Wort tätowiert. Und deswegen hat er es auch an der gleichen Stelle? Ja, also ich glaube, bei ihm ist es, glaube ich, hier. Er hat sich mittlerweile noch ein anderes tätowieren lassen. Hier steht ja Joyce Ilk. Also stimmt. Da steht Joyce. Da wo auch immer alle denken, so, das hat er sich wegmachen lassen, aber natürlich nicht. Wobei, letztes Jahr hätte ich fast überlegt. Was sind das für welche nordischen Runen? Das ist Roffel, das habe ich mir in Island stechen lassen. Und hier, rechte Seite? Hier? Ja. Das sage ich nicht. Wirklich nicht? Nee. Weiß ich das? Da steht, Robi ist der Beste. Weiß ich das? Nee. Echt? Okay. Da fehlt nur noch ein R dahinter, so wie Rainer oder was ich weiß. Rainer, genau. So wie Ronny, unser kleiner Käfer. Also bitte sag mal ein Hallo, Freunde des Films. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Ach so, ewig nicht mehr. Aber was ich immer viel besser fand war, und damit sehen wir uns, und jetzt ist es vorbei. Ich hoffe, wir sind wieder mit dabei. Natürlich um 3. Hallo Freunde des Films, willkommen zu DVD-Kritik. Das ist ewig her. Das ist lange her. Gina kriegt so richtig Würgereiz. Ich habe die Tage ein Foto gesehen, wo wir beide, da war ich noch bei Giga und da warst du ja, ich glaube, ich war bei dir zu Gast oder du bei uns. Du warst immer so sauer, wir haben ein Video zusammen produziert und dann habe ich das Video wieder offline genommen, weil das irgendwie gar nicht ging, was wir da gesagt haben. Das war alles so drüber. Erinnerst du dich daran? Ich glaube, ja, stimmt. Das war dieses Video, aus dem das entstanden ist. Und ich glaube, da fanden dich ein paar Leute unsympathisch. Na alles, ich hatte auch, da war Flo Balke mit drin, es waren so übel grenzwertige Themen, die dann so zwischengerufen wurden, ich erinnere mich. Ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall war ich. Aber das ist bestimmt. Das Problem war, ich war ja festangestellt und meine Zeit war ja damals, ne, ich konnte die ja nicht einfach verschenken und wenn du dieses Video dann wieder löscht, dann hat mich das in Probleme gebracht so, ne, und ich musste dann irgendwie erklären, was habe ich denn jetzt eigentlich mit meiner Zeit eine Stunde lang gemacht und das war dann damals... Aber ich war damals auch ein anderer Mensch. Das ist die Frage, ob wir uns noch an Frank Tausch erinnern. Der erste große... Ich habe jetzt über Frank Tausch geredet. Ich glaube nicht. Ich? Nee, tatsächlich. Natürlich habe ich den geguckt. Ich muss sagen, ich fand seine Filmkritiken nie so, dass ich gesagt hätte, so, das wäre jemand, den ich gucken würde. Also ich habe den persönlich nicht abonniert gehabt, weil Frank stand ja immer so auf irgendwie so einer Veranda. Auf einem Dach im Hintergrund waren so die Palmen. Genau. Und es war immer so, eine Filmkritik ging bei ihm so 4 Minuten.
gefühlt. Und aber er war auch der Erste, der das gemacht hat. Ja, ja. Also wir reden jetzt von wann? Wir reden von 2012 oder so? 10? Ja, 10, 11 hat er angefangen und war, der war eine Legende, aber... Und sein letztes Video ist das zu The Last Watch. Das ist ja auch so. Ach, das weißt du sogar. Ja, ich hab geweint, weil der war mein Vorbild. Und dann haben ganz viele Leute mir geschrieben, Robert, könntest du dir vorstellen, über Kinofilme zu reden, weil Frank Tausch gibt es nicht mehr. Dann habe ich gesagt, du hast doch damals schon Kritiken gemacht. Nicht über deswegen ja DVD-Kritik, so. Über Blu-rays und DVDs, über Heimkinostarts. Und dann habe ich erst so mit Richtung Avengers 2013, glaube ich, umgeschwenkt auf Kinofilme oder die dann auch mit reingenommen. Man hat es ja irgendwie dann nur durch, irgendwie, ich weiß gar nicht, viel zu spät oder so, man hatte sich ja schon gewundert. War auf jeden Fall ein Schlag. Und ich glaube, es war das erste Mal, dass man auch so in YouTube Deutschland so einen Fall hatte, wo einer von den ganz Großen plötzlich nicht mehr da war. Das war schon, das ging einmal rum. Ja, der hatte damals noch, ich weiß nicht, welcher Plattform, vielleicht war es auch ein YouTube-Video geschrieben, Leute, mich hat es umgehauen, ich bin in ein paar Tagen wieder zurück und hat man nie wieder von ihm gehört. Und dann hat er erfahren, dass er verstorben ist. Weißt du, was es war? Nicht sicher. Ich weiß es von ziemlich naheliegenden Quellen, aber manchmal sind meine Erinnerungen auch schlecht, deswegen will ich jetzt nichts erzählen, was falsch sein könnte. Robert, meine Strähne hieß es. Strähne? Hier die grauen, die Dr. Strange Strähnen? Oder worum geht's? Ich weiß es nicht. Mir wurde ein Kritikvideo zu David Hein angezeigt. Hast du das gesehen? Nö. Aber sagen wir so, es ist jetzt nicht ungewöhnlich. Jetzt ist schon wieder der Käfer unterwegs gewesen. Ist natürlich nicht ungewöhnlich. Was ich gemerkt habe, so seit ich jetzt auch Kritiken mache, du hast das ja wahrscheinlich schon viele Jahre oder vielleicht gibt es so eine Phase, wo man drüber über so einen Berg hinweg ist. Jeder hat zu deiner Meinung dann was zu sagen. Ne? Es gibt dann die sagen, dann machst du ein Video, das heißt Geheimtipps, dann kommt irgendeiner und sagt, was heißt Geheimtipps? Ich habe das schon 1000 Mal gesehen. Das sind deine Blicke. Das reicht auch in andere Podcasts ran. Der Podcast von Hazel Brügger und ihr Mann wurde mir letztens erzählt, da habe ich geguckt, dann hieß es auch so, ja, das ist ja wie Robert Hofmann, der findet ja auch alles zu gut. Und denkst du, hä, seit ich mit David viel zu tun habe, finde ich gar nicht mehr alles. Ja, und da sagen die Leute ja auch, dann jetzt findest du alles schlecht. Und das ist so, ich glaube, es gibt keine Situation geben, wo man es irgendjemandem recht machen kann. Die Leute haben oft Meinungen und die teilen die mit und das ist ja, ich habe mich ja schon lange nicht davon jetzt, sagen wir mal, distanziert, aber es ist einfach jeden Tag bei mir ein neues Video und damit jeden Tag auch wieder was Neues, was im Mittelpunkt steht und ich glaube, die meisten Zuschauer können sich ja grob daran orientieren, aber ich will mich nicht mehr daran aufreiben, ob jemand jetzt ein Problem damit hat, aber auch nicht, ob jemand das jetzt wahnsinnig toll oder gelungen findet. So. Es ist halt so das, was wir machen und ich mache das jetzt seit über 10, 11 oder 12 Jahre, ich bin damit vollkommen... Ich glaube, ich muss mir da manchmal noch so eine dickere Haut irgendwie aneignen, so weil ich merke, dass ich total auch durcheinander bin manchmal, so weil ich überlege, so der eine, man hat so das Gefühl, in 1000 Richtungen gezogen werden, ey, mach mal das oder sag mal das oder warum findest du das so, das macht doch keinen Sinn und du denkst so, hä, was denn jetzt, ne, und... Das ist schwierig so, dann wollen dich Leute dazu animieren, Animes zu gucken und auf der einen Seite denke ich so, ich möchte mich irgendwie meinen Horizont erweitern und auf der, was denn? Was ist denn mit meinen Strähnen? Wo ist denn eine Strähne? Eine Strähne locker. Wo ist eine Strähne locker? Ich sehe gar nichts. Letzte Woche hast du deine Haare aufgemacht, dann mach die doch wieder auf und dann hat sich die Sache erledigt. Das hast du gesehen, entschuldige, David hat gerade so emotionsvoll gesprochen, dadurch, dass er zerrissen ist von den Wünschen der Leute und ich weiß, wo er hin soll. Ich weiß nicht, wo ich... Ja, aber irgendwann machst du so, hör, und ich mach so, und dann sagt David auch, was willst du denn jetzt? Wen piest du da an? Die Katze. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Chichi. Chichi, hallo, guten Tag. Guck mal, die kommt jetzt hoch, ich habe sie gerufen, jetzt kommt sie hoch. Willst du wirklich nicht? Ich mag doch Katzen nicht. Wirklich nicht? Ich hasse Katzen. Wirklich? Dann kommt sie nicht hochkommen? Nein, sie ist cool. Also, Chichi ist super. Guck mal, also dieser Blick, die gucken halt immer, als wären sie so der Commander des Sith. Warte, Chichi, komm mal her. Die jeden Moment irgendwie... Ich spring jetzt auf deinen Schoß. Geh weg. Chichi, komm zu mir rüber. Komm her. Die jeden Moment irgendeinen Plan ausführt, um die Jedi auszuschalten. Order 66 oder wie das Ding hieß. Ja. Und so gucken die. Schaut der mal ins Gesicht. Ach, die ist super. Chichi ist eine ganz liebe und verkuschelte. Die hat so einen treu-doofen Blick. Und die ist jetzt hier. Immer wenn ich so Videos sehe, wo Katzen so Sachen runterschmeißen. Die machen das ja richtig mit Vorsatz. Das ist ja, diese Tierart ist ja boshaft. So, und das verstehe ich nicht. Weißt du, nicht boshaft. Doch, guck mal, Hunde sind die würden sterben für dich. Die würden, du fällst irgendwo runter, die stürzen sich hinterher. Eine Katze würde nicht mal winken. Ja, aber Katzen die würde sind sich auch wundern, Wildtiere. Warum gibt es kein Fressen, würde dann noch maunzen und dann ist die halt raus. Aber Katzen sind auch Wildtiere, die wir als Haustiere halten und Hunde sind tatsächlich mit den Menschen zusammengewachsen in der symbiotischen Wechselbeziehung aus den Wölfen heraus. Und das ist ein Riesenunterschied. Deswegen lasse ich die nicht in mein Haus, so. Damit die dann, weil die sollen halt in der freien Natur.
wir oder bei euch dann sein? Drei liebe Katzen. Ja. Ganz kurz, ich möchte einmal zurück auf... Wer Katzen nicht mag, isst auch gern Hundekot. Leider, ne, hast du damit hier meine heimliche Leidenschaft. Die Ironie ist, dass Cooper gerne... Und dazu aber ein lecker Weinchen. Die Ironie ist, dass Cooper gerne Katzenkot isst. Weil ich war mir mit Flocke unterwegs... sind an einem Pferde, das war so ein Pferde, die lieben und wälzen sich da drin. Ja, Flocke hat man nicht wiedererkannt. Sie war voll mit Wurst. Das war irre. Und das ist ja nur so ein kleiner Hund. Das war wirklich, wie geht das? Das muss man aufpassen. Tiere wälzen sich gerne drin. Liebe Leute, an dieser Stelle einmal nochmal Dankeschön an unseren Sponsor dieses Streams, und zwar Delinat. Wir trinken die ganze Zeit hier Rotwein zusammen. Prost. Und zwar, wir trinken heute den Le Mieux vom Château de Vivier, 2019er Jahrgang. Delinat ist ein Schweizer Bio-Pionier, was Weinanbau angeht, und die haben die strengsten Anbaurichtlinien. Du kannst ruhig gerne trinken, ich erzähle dir, weil die auch ständig angepasst werden. Seit den 80er Jahren deren Bio-Standards weit über allen Bio-Labels, die es gibt. Und was Nachhaltigkeit und Transparenz angeht auf dieser Seite, ich kenne zumindest, dahin geht nichts Vergleichbares. Und egal ob Weißweine, Rotweine, Schaumweine, Rosés, guckt euch da an, die haben hunderte verschiedene, natürlich auch mit Degustationsnoten. Und wenn ihr gerne Wein trinkt, kann man da sicherlich auch einen Blick auf Weihnachten, da gibt es verschiedene Pakete, die kann man bestellen, oder einzelne Weine, dann könnt ihr das gerne machen. Und hier oben seht ihr auch auf delinat.com/robert20, mit dem Code robert20 bekommt ihr 20 Euro Rabatt auf eine Bestellung ab 50 Euro. Bitte aber wichtig, Alkohol ist ein Suchtmittel, Leute. Wenn man da problematische Hintergründe hat, dann ist es immer wichtig, eher Leuten zu helfen oder Hilfe zu suchen. Wir genießen es im Freundeskreis, aber es ist wie Industriezucker und wie viele andere Dinge. Es ist natürlich immer der Umgang damit, deswegen nie alleine trinken, nie als Funktion, nie zu viel, nicht täglich. Und bei mir heißt das so 1 bis 2 Gläser in der Woche. Ich dachte, du weißt jetzt die fünfte Regel, die du noch vorhin erzählen wolltest. Nicht als Funktion. Es gab nie eine fünfte Regel? Ja. Nee. Also es lässt sich zusammenfassen, wenn ihr Harald Junke seid, dann aber lieber nicht. Da gibt es halt echt viel zu entdecken, und wir werden übrigens voraussichtlich rund um den 2. Advent auch nochmal streamen. Wir wissen noch nicht genau, welcher Tag. Vielleicht wird es genau der 2. Advent. Ich habe einen Tag. Den Sonntag, aber vielleicht, wenn es dann mal ranrückt, kann ja sein, dass vielleicht doch der 3. oder der 5. Dezember oder jetzt. Okay. Wir halten uns ja ein bisschen offen, dass Eventualitäten dazu führen. Also vielen Dank an Delinat. Schaut gerne bei deren Seite vorbei. Die haben übrigens auch, und die steht hier, richtig leckere Olivenöl, also zum jetzt nicht einfach nur kochen, sondern zum so Ditschen mit frischem Brot. Ein paar Oliven dazu, richtig lecker. Oder auch Essige. Gibt ja auch Leute, die gerade, wenn sie Vinaigrettes und so für Salate zubereiten, was David völlig fremd ist. Aber es gibt Menschen, die lieben mit Essigen auch zu hantieren. Die haben auch Essige, die haben Öle. Und gerade sind da auch, weil die neuen Jahrgänge reinkommen, ist noch einiges sogar im Sale. Also wenn ihr wollt, vielen Dank an Delinat. Schaut da vorbei und deren Nachhaltigkeitsstandards. Und wenn jetzt jemand empfehlen würde, wir nehmen den Ripasso. Der ist, glaube ich, ein 12 Euro oder 13,50 Euro Wein und trinken heute den Lumière. Wir probieren viele aus. Amarone teste ich als nächstes. Da bin ich sehr gespannt. Das ist nämlich eine Weiterentwicklung bzw. eine besondere Variante vom Ripasso bzw. aus dem Gebiet Valpolicella. Naja, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Beziehungsweise lange Rede und dankhafter Sinn. Ich war ja dieses Jahr auf Kreta mit Hand of Blood und ein paar Freunden aus der Spandauer Crew. Ja. Und dann haben wir im Pool zusammen Wein getrunken und haben dabei laut griechischer Wein gespielt und griechischen Wein getrunken. Und dann hat sich irgendwann einer der Beteiligten hat diesen Sack genommen, es war so ein Tetrapack, und hat den sich vorne in die Hose reingesteckt. Und dann quasi, als würde er pinkeln, hat er das dann rauslaufen lassen. Und das ist das Verhältnis einiger Leute zu Wein. Ich möchte also mal sagen, Robert, du musst häufiger darüber reden, dass das kein Genussmittel, also oder beziehungsweise ein Genussmittel, aber nicht für irgendwelche... Ich saß da in Kreta und war schockiert. Ich habe natürlich nicht mitgemacht. Ich habe nicht gesungen. Das ist wie bei vielen anderen Dingen. Ich finde das auch so schade, weil ich glaube, weil ich werde ja auch noch, wenn ich mir das alles anschaue, weil ich habe es auf dem Weinberg dieses Jahr nicht geschafft, nächstes Jahr, da steckt ja auch natürlich sehr viel Arbeit, Leidenschaft und Leistung drin. Ich mag das auch bei Lebensmitteln nicht, wenn die verschwendet werden. Ich selbst baue im Garten Gemüse an, und ob das eine Tomate oder sonst was ist, ich weiß halt so Dinge und Lebensmittel total zu schätzen. Und wenn man dann halt sowas macht, was du da sagst, und vor allem dann in den Pool hinein weinen, dann finde ich das echt so, was schmunzelst du denn jetzt schon wieder? Weil so Spaß gemacht hat. Es war ein schöner Urlaub. Okay. Aber ja. Joker 2, eure Meinung? Habe ich noch nicht gesehen. So, da habt ihr es. Robert Hofmann hat wieder was... Ich fand den ersten großartig. Wir haben ja sogar ein ganzes Special mal darüber gedreht, ne, ob solche Filme gemacht werden sollten. Und diese Kombination aus Todd Phillips und Joaquin Phoenix. Ich glaube auch, dass Joaquin Phoenix sich null einlässt auf irgendwas, was nicht Hand und Fuß hat und eine gute Geschichte hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine schwache Fortsetzung wird.
Das würde Joaquin Phoenix nicht machen. Es wurde ja schon angekündigt, dass es irgendwie Musical-mäßig sein soll. So und mit ganz Lady Gaga so ganz als, nicht verstanden. Als Harley Quinn event wahrscheinlich. Ich finde, Todd Phillips ist kein guter Regisseur. Ich mochte den ersten Teil eher so, deswegen, ich habe ein bisschen Sorge davor. Aber ich, ja, mal gucken. Wir warten ab. Cannabis-Legalisierung. Hier kommen aber auch interessante Fragen. Oppenheimer. Und was, wie würdest du Cillian Murphy als James Bond finden? Nee, das passt irgendwie nicht. Dafür ist er zu androgyn, finde ich. Das passt für mich nicht. Findest du ihn androgyn? Ja, finde ich. Er hat was so... Ich glaube so, klar, man kann das Bild von James Bond, nach diesem dauerflachlegenden Frauencharmeur, kann man ja auch ein bisschen aufbrechen. Von daher fände ich das vielleicht auch mal einen neuen Ansatz. Mhm. Dwayne Johnson? Und dann immer so, ich würde gerne bezahlen, aber ich habe nur $7. Ja. Hast du After Jahren gesehen? Nee, den hab nur ich geguckt, ne? Die Frage ist, Kino-Review zu Kassel, ob dazu mehr kommt auf meinem Kanal. Das wird sich zeigen, so Kinoporträts sind doch immer so, das ist jetzt so in der Organisation auch ein bisschen mehr. Ich weiß es einfach nicht. Wir schauen, was die Zukunft so bringt. Da habe ich jetzt keine festen Pläne, also nichts, was jetzt unmittelbar als nächstes wäre. Habt ihr The Last of Us gespielt? Freut ihr euch auf die Serie? Ich habe beide Teile gespielt. Freuen ist so eine Sache. Ich finde, der Trailer sah okay aus, aber ich habe so ein bisschen bei diesen Filmen, irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass da gerade bei so Sachen wie Uncharted, habe ich das schon mal gesagt, Uncharted war so ein Film, so ein Spiel, das war schon sehr cinematisch. Also da gibt es ganz große Momente drin. Und als sie dann den Film rausgebracht haben, du hast ihn ja auch gesehen, ne? Welchen Film? Uncharted. Ja, klar. Und Uncharted, da gibt es diese Sequenz, wo die dann, es kann sein, ja. Gibt es diese Sequenz, da hängen die dann da so aus diesem Flugzeug. Dreieck, habe ich das Gefühl. Und das Problem ist, ich habe das schon mal erlebt. Und zwar an der Konsole. Und da konnte ich aber selber eingreifen. Und Last of Us ist auch so ein Spiel, das ist super cinematisch erzählt und lebt aber von der immensen Spannung. Und diese Spannung ergibt sich auch dadurch, dass du halt selber derjenige bist, der sich vor diesen Infizierten versteckt. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es davon eine Verfilmung oder eine Verserienfachung braucht. Ich lasse mich gerne überraschen, aber ich bin noch so ein bisschen... Aber würdest du HBO nicht zutrauen, dass sie da auch nochmal einen anderen Qualitätsstandard haben als jetzt ein Filmstudio, das einen Film daraus macht? Also gerade HBO steht hier auch dafür, dass sie, glaube ich, nicht bloß einen Abklatsch... wir haben es bei The Witcher jetzt ja auch gerade. Ich fand aber die das ist Netflix, das wundert ja nicht. Aber HBO macht ja sowas nicht. Mal gucken. Also hat HBO schon mal eine Spieleverfilmung gemacht? Glaube nicht, ne? Nee, glaube ich nicht. Aber sie liefern ja auch wirklich seltensten Müll ab. Also gerade wieder House of the Dragon, ne? Das hätte ja auch keiner gedacht, dass da so eine Qualität zustande kommt. Irgendwie passt Pedro Pascal für mich auch in der Hauptrolle nicht. Also deswegen, ich muss gestehen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Da würde ich drauf warten, wie die Serie wird. Aber ich gucke sie mir auf jeden Fall an. Lest ihr eigentlich neben eurer Filmleidenschaft auch gerne? Falls ja, was genau? Robert hat im letzten Podcast erwähnt, dass er wieder mehr lesen möchte. Ich lese eigentlich fast nur Fachliteratur. Also ich kann mal zeigen, was ich heute mitgebracht habe für die Reise. Das ist ein Buch, was ich mir vor ein paar Monaten mal bestellt habe und ich schaffe das einfach nicht da durch. Das ist so Spiele-Fachliteratur, geht viel so um Retro-Kram. Ich habe jetzt gestern erst ein Buch besorgt über Ego-Shooter und die Historie. Dann habe ich ein Buch über David Fincher zum Geburtstag bekommen. Ich lese super gerne so... Was ich krasses habe, das zeige ich dir mal. Mach das mal. Ich lese super gerne so Essay-artiges Zeug und ich mag mich... über meine Lieblingshobbys informiere ich mich am liebsten so en detail. Und ich mag dann solche Sachen, wo dann über die Entstehung von Dingen gesprochen wird und die Historie. Das ist hier auch ein deutsches Buch, das kann ich nur empfehlen. Das ist wirklich der absolute Knaller. Das Pixelbuch gibt es auch, das ist das Mega Drive Pixelbuch, gibt es aber auch als Super Nintendo Variante. Die sind toll gestaltet und das mag ich auch bei Filmen. Also, ich habe eins gelesen, da geht es um die Geschichte. Nicht gucken. Da geht es um die Geschichte von Disney und die Disney Renaissance. Dann habe ich eins gelesen, da geht es um DreamWorks Pictures und wie DreamWorks Pictures aufgestiegen und dann wieder abgestürzt ist und so. Also solche Hintergrundberichte liebe ich. Auch Jason Schreiers Bücher, Platzwert in Pixels empfiehlt hier gerade jemand, habe ich natürlich beide gelesen. Genau das ist es, was ich tauche gerne ein
Und Bücher, die Geschichten erzählen, habe ich irgendwie aufgehört. Ich lese halt gar nicht so viel, gerne viel, was mit, also gar nicht so viel Film- und Seriensachen, weißt du ja. Ich lese dann auch eher so Fachzeitungen von ganz anderen Gebieten wie die Kapital oder Ökotest und fange jetzt noch nicht gucken. Ich gucke noch nicht. Und ich will jetzt wieder richtig anfangen zu lesen, weil Im Westen nichts Neues hatte mich inspiriert und lese gerade Im Westen nichts Neues. Dann jetzt eine ganze Reihe von Klassikern, also Herr der Fliegen oder Der Zauberer von Oz habe ich nie gelesen, Alice hinter den Spiegeln oder Kon-Tiki oder Der Mann und das Meer. Und auch hier George Orwells Farm der Tiere finde ich halt total spannend. So, Zaffer, bei dem ich weiß, dass ihr zuguckt, hat mir was geschenkt, wo ich sage, das könnte für dich auch spannend sein. Oh, was ist das denn? Das war viel zu laut, Entschuldigung. Oh, das ist ja riesig. Aha. Pass auf, die Gläser hier. Okay, und da sind dann quasi alle... Du kannst es auch richtig aufklappen einmal. Ja, du kannst es aufmachen. Und du hast dann quasi die Geschichte, glaube ich, zu allem, was Stan Lee jemals erschaffen und geschaffen hat. Das Ding ist so ein bisschen, ich würde mir sowas auch gerne, ich habe schon vor solchen Sachen davor gestanden. Das Problem ist, das kannst du ja nicht, das liest kannst du nur nicht zu Hause. Mit, kannst das, du nur zu Hause lesen. Und ich liebe das halt Bücher aber auch sieht, mal. Aber es ist krass, es oder? Ist klar, ja, und vor allen Dingen in der Größe ist das natürlich ein es gibt Hammer. Dazu auch, wenn man möchte, das ist nämlich, ist es glaube ich komplett Englisch, es gibt ein deutsches Begleitheft, was man sich da vorlegen könnte und quasi auch zu jedem Text nochmal die deutsche Übersetzung lesen könnte. Das ist die Stan Lee Story. Also nicht? Total... vielen Dank, Zaffer. Es wurde jetzt hier auch im Stream gewürdigt. Jemand hat gefragt, ob ich mal ein zweites Buch schreiben würde. Tatsächlich, ich mache das gerade. Also ich bin. Geht's um mich? Ich schreibe gerade an dem Buch Robi. Warum ich Robert Hofmann. Robi-Roboter. Robi-Roboter. Ist so allein. Robi-Roboter. Da-da-da-da-da. Aber es wird kein Trivia-Buch diesmal. Warum hast du gerade gelacht, Gina? Gab es was Lachenswertes? Hat sich über uns gefreut. Achso, schön. Achso, ich war direkt. Schau mal, Demon Slayer, Mob Psycho 100 und Jujutsu Kaisen. Ja, ich muss, was Anime und so angeht, sowieso. Ich renne ständig diesem Gefühl hinterher, Lücken zu haben. Und dann sitzt mir David im Podcast gegenüber und führt mir nochmal wöchentlich vor, wie viel Aufholbedarf ich habe. Und ich habe damit leben gelernt, irgendwo trotzdem glücklich zu sein. Ist voll in Ordnung. Hier schreibt jemand eine Robert-Biografie. Das wär super lustig, wenn ich über dich mal was schreiben würde. Weißt du, was ich neulich mal übrigens gemacht habe? Ich habe ein Gedicht angefangen zu schreiben. Das will ich dir jetzt in der Weihnachtsfolge mit unseren Frauen will ich dir das vorlesen. Ich habe ein Gedicht über dich angefangen über zu komponieren. Mich? Ja. What? Warum? Ja, das werde ich dir dann im Podcast vorlesen. Also das heißt, wenn ihr mehr wissen möchtet, war ne, über meine Sonate an Robert Hofmann im Podcast demnächst. Okay, das klingt eigentlich ganz süß, muss ich zugeben. wie groß seid ihr eigentlich? Ich bin 1,97 und David ist so 1,75. Mhm. Ungefähr, ja. 1,98 bin ich. Okay. Ich habe Dune auch übrigens nie gelesen. Das will ich mir auch, jetzt vor dem zweiten Teil will ich das Buch lesen. Hast du Dune gelesen? Oder Dune? Dune, nee. Also es gibt ja, wie viele Bücher gibt's? Na, ich glaube, es gibt ein sechs? Großes Grundwerk, was schon diese beiden Teile, die jetzt im Kino kommt, auch umfasst. Und dann gibt es halt ganz viele Geschichten ringsherum oder weiterführende Geschichten. Hier schreibt auch jemand, wie unsere Meinung zum Cast vom zweiten Teil sein könnte. Also ich wurde vorhin gefragt, oder wir wurden gefragt, was unsere Lieblingsschauspieler wären. Und mein Lieblingsschauspieler, der oder zumindest war er sehr lange mein Schauspieler, aber ich würde sagen, er ist es noch immer, ist Christopher Walken. Hast du den? Und der spielt, ich glaube, der spielt den Imperator im zweiten Teil. Und da freue ich mich mega drauf. Christopher Walken ist immer eine Präsenz und der Imperator ist ja so eine sehr zwielichtige Gestalt, eher eigentlich so der große Bösewicht, soweit ich das mitbekommen habe. Und deswegen bin ich sehr gespannt. Hast du denn Percy gesehen? Percy, was war das? Na, letztes Jahr, da hat er einen Bauern gespielt, auf dessen Felder genmodifizierte Pflanzen wachsen. Und er wird verklagt von Monsanto, dass er Saatgut gestohlen hätte. Das ist aber rübergeweht worden. Ein wahrer Fall ist rübergeweht worden. Und er führt einen ewig langen Gerichtskampf. Also hast du nicht gesehen. Nee, hab ich nicht geguckt. So, der Lieblingsschauspieler, aber den Film hat Robert gesehen. Es gibt auch mal diese Situation. Ich muss das herausheben, es ist so selten, David. Das ist nicht so schlimm. Ich brauche das. Ich bin erst 35. Mit 40 habe ich das abgelegt. Mit 35 brauche ich das. Ich bin jetzt schon 41. Meine Güte. Ich dachte, du bist 42. Nee. Nein. Wie alt ist Patrice geworden die Woche? 43? 44? Aber Patrice hatte Geburtstag? Ja, am 1. November. Also jedes Jahr. Hat sich die Haare wieder abgeschnitten? Weiß ich auch nicht. Hat das auf Instagram auch so noch so ein bisschen. Ich weiß es nicht. Ich bin interessiert, was er dann zu sagen hat.
Seid ihr bei Du für die Welt dabei, beziehungsweise werdet ihr mal da sein? Ich denke nicht. Ich werde auch schon lange nicht mehr eingeladen. Früher war das mal so, inzwischen ist das nicht mehr so. Ich habe mit niemandem da was zu tun, deswegen nein. Okay, die Nachrichten gehen immer noch trotzdem noch. Wo sind die Stühle her, auf denen ihr sitzt? Auf denen wir sitzen? Wir seht ihr doch gar nicht, auf was für Stühlen wir sitzen. Achso, deinen haben sie, glaube ich, gesehen. Die sind alle unterschiedlich hier ringsrum. Die sind von Home24. Wird es jemals wieder einen Tinseltalk geben? Nein, der Kanal ist tot. Ja, Tinseltown ist leider weg vom Fenster. Ich war ja jetzt bei GTV hießen die. Das war ja sowas ähnliches wie Tinseltown. Also auch ein Kanal von Ubisoft installiert. Und dann haben mehrere Leute da ihre Videos veröffentlicht. Und da hatte ich zumindest am Ende des Projektes jetzt die Möglichkeit zu sagen, das war's, macht's mal gut. Bei Tinseltown hat es das nie gegeben. Das fand ich total schade, dass es da nie die Möglichkeit gab, mal zu sagen. Aber da hatte ich übrigens eine Kinotour, die ganz oft angeschaut wurde, und Davis zählt wieder zu Rambo 3. Ja. Das waren irgendwie so die meistgeklicktesten auf dem Kanal. Werdet ihr auch Indie-Filme reviewen? Das passiert doch eigentlich immer. David packt sie in seinem Just Watch zusammen, genau. Und ich bespreche die immer mal so. Die haben uns auch wenig geklickt. Ich habe das gestern wieder bei der Bros Review gemerkt. Das war ich richtig traurig, weil das ein wirklich toller Film ist. Aber du kriegst die Leute mit dieser Storyline einfach über. Guck mal, wie lange das Bild hinterher hängt. Auf dem Bild ist erst das, aber wirklich, die Kommentare passen zu dem, was wir gerade gemacht haben. Ich kann das vorspulen. Schaust du Fußball, Robert? Was ist eure Meinung zur WM in Katar? Also ja, ich schaue Fußball. Nee, ich habe früher ganz viel Fußball geschaut. Ich habe 8 Jahre im Verein gespielt. Ich kenne so das. Du hast im Verein gespielt? 8 Jahre und ich war 6 Jahre davon Kapitän. Ich habe von der E-Jugend gespielt, von der E-Jugend bis zur A-Jugend gespielt. Ich habe so oft auf dem Platz. Nee, ich habe länger als 8 Jahre gespielt. Ich habe so viele jedes Wochenende Spiel gehabt, 2 bis 3 Mal die Woche Training. Ich war immer in einem Verein, wo wir immer auf- und abgestiegen sind. Wir waren so eine Fahrstuhlmannschaft zwischen Landesliga und Bezirksliga. Und dementsprechend, ich kenne es auf dem Feld, aber mich hat irgendwann Fußball mit seinen ganzen Fangetour und so verloren, weil das irgendwie für mich immer so wenig mit dem Spiel zu tun hatte. Und ich gucke jetzt immer noch so die Bundesliga-Ergebnisse und vor allem, wo Union jetzt auf der Tabellenspitze ist, gucke ich mir auch jede Woche so die Ergebnisse an und verfolge auch ein bisschen die Champions League, weil ja 4 deutsche Vereine im Achtelfinale sind, wo ich auch so dachte, alter Falter. Das ist für dich alles, das ist was, da bist du völlig raus, ne? Komplett. Das ist so die Zeit, die verwendest du dann so Dinge. Und was Katar angeht, keine Ahnung, also ich interessiere mich so wenig für Fußball, gucke auch keine Champions League mehr, dass ich wahrscheinlich eh nicht geguckt hätte, aber gar nicht wegen dieser Katar-Sache, weil da steckt für mich ehrlicherweise zu viel Doppelmoral drin, weil da müsste man auch ganz viele andere Dinge boykottieren. Ja, dann darfst du auch nicht mehr zu Primark einkaufen gehen. Also, das habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. Ja, ja, aber das heißt jetzt nicht, dass ich das damit irgendwie relativieren möchte. Also ich würde Katar auch nicht gucken und muss sagen, also es fällt mir natürlich einfach, sich in diesen Boykott mit einzustimmen, weil ich es eh nicht gucken würde. Aber man hört ja da jeden Tag aktuell neue Horror-Stories und ich finde... Na, je weiter das eben auch, ich meine, der WM-Beginn ist wann? 15. November? Nee, 28. November? Irgendwie jetzt im November. Ich finde es halt schade, dass die Mannschaften nicht auch ein Standing haben. Ne? Es gab jetzt, glaube ich, die holländische Mannschaft, die niederländische, die hatten sich irgendwie geäußert oder zumindest eine Mannschaft habe ich mitbekommen, die hat das Ganze... Die Dänen kommen doch nicht, oder? Ich glaube, die Dänen... Kommen die nicht? Oder die Isländer? Irgendjemand kommt Irgendjemand hat neulich gesagt, sie finden es doof, kommen aber trotzdem... Aber sie haben irgendwie auch, ja. Am Ende ist es ein Geschäft. Komm, bring Robert dazu, Severance zu schauen. Hast du denn selbst Severance geguckt? Ich rede seit Monaten darüber, dass es meine Lieblingsserie des Jahres ist. Stimmt, hast du recht. Jetzt, wo du es sagst. Aber 2 Staffeln sind raus, oder? Oder drehen jetzt die zweite? Nee, es gibt 2. Und die zweite wird jetzt kommen. Ah, ja. Nächstes Jahr, glaube ich. Italien hat abgesagt, schreibt dir jemand, ja. Oder haben die sich nicht qualifiziert? Weiß man ja nie bei dir. Keine Ahnung. Die Australier haben ein Statement rausgehauen. Ah, okay, oh gut. Wo ist deine Frau, Robert? Die ist gerade hinter der Kamera, liegt hier auf der Couch und macht so ein bisschen Fact-Checking parallel und liest fleißig Kommentare mit und hat auch Spaß. Und übrigens, letzte Woche, als sie gestreamt hat, ich schwöre euch, die Kamera ging aus und sagt sie, ich bin so traurig, wenn es zu Ende ist. Ich hasse es, wenn du sagst, jetzt ist Schluss mit dem Stream. Zuckersüß. Also bestimmt streamen wir auch nochmal, wenn wir einfach Lust drauf haben, weil die Leute das sehr gerne mochten. Und es wird ja in dem Kanal tatsächlich unter Live abgelegt und nicht unter den normalen Uploads. Es wird wie separat abgelegt. Ah, okay. Das fällt mir dann irgendwie leichter, es inhaltlich auch zu trennen. Und die Leute mochten das ja. Also der Stream von letzter Woche hat irgendwie 80.000 Klicks. Die Leute gucken es wirklich nach. Wir hatten hier übrigens auch einige Fragen, die meinten, kann ich den nachgucken, wenn ich ihn ganz nicht schauen kann? Ja, der wird nachher komplett online sein, der Stream. Und ihr könnt ihn in Ruhe in den nächsten Tagen oder Wochen schauen.
hat nach wie vor seine Gültigkeit. Hast du was erspäht, wo du sagst, du willst drüber reden? Nee, jetzt gerade nicht. Diese S-Spin-Off-Serie HBO kam jetzt ein paar Mal die Frage. Da habe ich noch gar nichts von gehört. Ja, ich auch nicht auf dem Schirm gehabt, dass es zu S eine Spin-Off-Serie geben wird. Mir schreibt jemand, mein Glas sei leer, aber ich glaube, unsere Flasche ist auch leer. Nee, du kannst noch etwas haben. Dann mach mir noch was rein, aber ich werde langsam beschwipst. Nee, man merkt das auch. Also bei mir ist das auch die Grenze. Bei mir ist wirklich die Grenze, zu zweit eine Flasche, das sind dann... Das ist für mich so die. Ich mache jetzt mittlerweile so auch, also ich hatte früher ja ein wirklich katastrophales Trinkverhalten. Mittlerweile ist es so, dass wenn ich merke, dass ich angetrunken werde, höre ich auf. Ich versuche auch, wenn ich in der Runde bin, mittlerweile der zu sein, der am wenigsten trinkt und am wenigsten betrunken ist. Das war in Kreta ehrlich gesagt nicht einfach. Wobei, da war es einfach der zu sein, der am wenigsten trinkt. Aber ich finde... Ich habe da immer schon einen ganz natürlichen Block, wo ich dann sage, jetzt wird es mir unangenehm. Vor allem, weil ich auch weiß, dass am nächsten Tag es mir nicht gut geht. Und da ich fast jeden Tag arbeite in irgendeiner Form, mag ich das auch überhaupt nicht. Und ich trinke immer auch abwechselnd Wasser. Das ist für mich auch immer richtig. Das ist ja, genau, das vergesse ich ganz häufig so. Deswegen, das machen wir jetzt mir hier auch. Wir haben ja auch eine Wasserkaraffe, kann ich dir auch nachschütten. Insofern... Und vor allem, gibst du mir dein Wasserglas, kann ich nachfragen. Hier schreibt jemand, ob ich eine gute Komödie empfehlen kann. Ich fand, also ist jetzt keine richtige Komödie, aber Triangle of Sadness ist der letzte Film, wo du dich sicherlich entsinnst, dass ich herrlich gelacht habe. Ja, ey, also ganz ehrlich, Johnny English 3 und Triangle of Sadness war dann der nächste, wo er sich totgelacht hat. The Lost City. Da hast du gelacht, den hast du... Nee, fand ich jetzt, ich habe mich nicht totgelacht, aber es war auf jeden Fall nicht übel. So dieser eine, der August, fragt immer wieder, Guardians Holiday Special Trailer. Ich freue mich da eigentlich drauf. Ich finde, das sieht gut aus, das Ding. Ich fand es super, dass sie Kevin Bacon dazu überredet haben. Oder wahrscheinlich haben sie nicht überreden müssen, sondern gesagt, hier Kevin Bacon, hier ist sehr viel Geld. Und Kevin Bacon hat gesagt, natürlich nehme ich das an. Aber wie lang wird denn das? Weiß man das? Stunde? Das ist auch so ein 60 Minuten? Wahrscheinlich, ja. Auf jeden Fall sieht es wirklich gut aus, als wäre es wirklich auch mit 40 Minuten. Oh, Gina sagt 40 Minuten. Meinung zu The Whale mit Brendan Fraser, den haben wir noch nicht gesehen und ich glaube, der startet auch dieses Jahr noch nicht in Deutschland. Was sagen wir zu James Gunn als Kevin Feige des DC Universe? Ich wollte eigentlich ein Video darüber die Tage machen, weil ich das ja, ich finde, dass... Also James Gunn ist der neue Chef der DC-Sektion zusammen mit einem Produzenten, mit dem er auch schon zweimal zusammengearbeitet hat. Nur als Hintergrundinformation für alle anderen. Und bei Peter Safran ist es ja so zum Beispiel so Sache, der Typ hat vorher ja nur Schund gemacht. Also der hat The Conjuring mit ausgehoben, das kann man ihm zugutehalten. Ja. Aber davor hat er Meine Frau, die Spartaner und ich. Er hat Disaster Movie gemacht, er hat Beileid gemacht, er hat Die Pute von Panem, also dieses Buchfilme hat er ja ganz jahrelang gemacht. Und nun soll der sich ja zwar nur um die Zahlen kümmern, was ich aber so ein bisschen bedenklich finde, ist, dass, also auf der einen Seite finde ich cool, dass James Gunn jetzt quasi mit die kreative Richtung von DC ausrichten wird. Ich glaube, das wird scheitern. Ich glaube, ich mache demnächst mal noch ein Video darüber. Ich finde, das kann nicht funktionieren, weil hast du an der Spitze von Warner Brothers Discovery mit David Zaslav gerade einen Typen, der hat gefühlt keine Ahnung. Der wirkt für mich wie aber anscheinend Durchsetzungsvermögen, ne? Dass der das gedreht hat. Er ist der Boss von Warner Brothers Discovery. Natürlich hat er Durchsetzungsvermögen. Das wäre ja komisch, wenn er... Ich habe mich aber sowieso gewundert, warum der Chef von Discovery, der Chef von Warner Brothers Discovery wird. Ist Discovery so viel größer gewesen? Nee, also warum setzt man den als neue Führung ein? Vermutlich, weil man irgendwie also ich glaube, sie wollten einfach ein strengeres Reglement haben. Also ich habe es nicht ganz verstanden bei HBO Max. An dem Punkt, wo die miteinander fusioniert sind, war HBO Max plötzlich, glaube ich, in den USA haben die Netflix überholt. So, das heißt, es ist eine super starke Plattform, dann wechselt das plötzlich alles. Alles wird durcheinander geworfen, ganz viele HBO-Sachen werden eingestampft, Batgirl wird eingestampft, Walter Hamada. Um Steuern zu sparen in erster Linie, ne? Zum Teil, na gut, bei dem Film, aber der soll halt auch so schlecht gewesen sein. Es gab ein paar Screenings, wo der nicht lief. Walter Hamada haben sie, ich glaube, gehen lassen. Ich glaube, den haben sie rausgebullied. Das war der vorherige DC-Vorstand. Dwayne Johnson hat den auch hart übergangen, ne? Um sich einzuschmiegen als Produzent. Ich glaube, der ist direkt zu David Zaslav. Genau, aber dem vorbei, weil er vorher da auf Granit immer wieder gebunden hat. Und das Problem ist, Walter Hamada war ja auch erst 4 Jahre an der Spitze von DC. Man sagt aber, man braucht etwa, um sowas, ne, um da reinzukommen, das zu akquirieren, zu gucken, was ist hier gerade, um neue Sachen anzustoßen. Also alles das, was Peter Safran und James Gunn jetzt machen, wird sich erst in 4 bis 5 Jahren auszahlen. Und diesen Atem hat David Zaslav nicht.
Oder Warner Bros. Discovery. Ja, der ist wahnsinnig ungeduldig. Ich bin fest davon überzeugt, dass die mittendrin irgendwie nach 2 Jahren werden, die sagen so, ja, aber das funktioniert ja alles nicht. Natürlich funktioniert das nicht. Und dann hast du mit James Gunn auch noch jemanden, der selber sagt, er wird weiterhin Filme drehen. Und das macht keinen Sinn. Das heißt, du hast entweder an der Spitze jemanden, der leitet und lenkt das, aber der hält sich aus allem raus. Oder du hast jetzt so ein Wischiwaschi-Mittelding. Aber macht nicht Kevin Feige auch ein Star Wars-Ding? War das nicht irgendwie so ein Thema? Dass er das selber macht. Dass Kevin Feige irgendwas inszeniert? Bin ich blöde? Nicht, dass ich das wüsste. Gina. Habe ich nicht gehört. Wird Kevin Feige irgendwas inszenieren demnächst? Ich bin der Meinung, er macht kriegt eine Star Wars Sache oder so. Tiger Kevin Benchity. Feige, oder vielleicht plant er den nur, aber mir war es, als würde Kevin Feige in irgendeiner Form, vielleicht nicht richtig, aber irgendwie ein Star Wars Projekt selbst leiten. Es gibt ja irgendwas ist da. Sky soll verkauft werden, steht da ja genau. Da ist die Frage an wen. Anscheinend will NBC Universal will Sky loswerden. Vor allem das Deutschland-Geschäft läuft nicht gut. Könnte man vermuten, dass es vielleicht an Warner geht. Muss man mal gucken, in welche Richtung sich das entwickelt. Kann sein, ja. Sie könnten auf jeden Fall ihren Player mal überarbeiten. Der ist immer noch der schlimmste, der existiert. Tatsächlich, ja. Also schon das Einloggen macht keinen Spaß bei Sky. Deswegen bin ich da auch so gut wie nie. Ja, ich habe heute mal eben RTL Plus mir dahingehend auch angeschaut, weil ich will, und ich muss mir auch Lionsgate Plus mal in Ruhe anschauen, weil die sind ja auch neu gelauncht, was da so geht. Kevin Feige soll eine neue Trilogie produzieren. Ja, produzieren okay, aber nicht drehen. Okay, ich wusste nur, da gibt es irgendwie eine Verbindung. Ja, ich bin gespannt, was sich da tut. Also dieses Jahr kommt ja nichts mehr. Nächstes Jahr noch Shazam, Aquaman und dieser Blue Beetle angeblich. Mal gucken, mal schauen. Mochtest du eigentlich die Serie Alf? Wo du jetzt noch mit drin? Stimmt, das ist aber nur in den letzten 3 Tönen. Hast du Alf jemals gesehen, Gina? Er wollte gerne Katzen essen. Der hat Katzen, ja, und das fand ich super. Der wohnt nicht im Keller, der wohnt in der Küche immer gestanden. Ja. Fand ich super. Tommy Pieper hat den gesprochen. Hat der Vater spielt nicht irgendwie so noch richtig Probleme bekommen rechtlich? Oh, das. War der nicht in so einer MeToo-Sache mit? Nee, ne? Nein. Gut. Der ist doch schon tot seit vielen Jahren. Den gibt es gar nicht mehr. Nee, so nachträglich. War da nicht irgendwas? Okay. Nicht, dass ich wüsste. Dann habe ich das verbaselt im Kopf. Evil Dead Rises ist schon mal antwortet. Freue ich mich drauf. Hier fragt jemand nach Underwater. Lionsgate Plus wird wieder eingestampft. Hat vorhin schon jemand geschrieben, wird das wirklich eingestampft? Gina Kansas, die haben gerade sich erst umbenannt. Die haben hier sogar, weißt du, was skurril war, David? Willst du das auch wissen? Der Vater war auch obdachlos, schreibt hier jemand. Irgendwas habe ich mit dem Vater. Echt jetzt? Also der ist dann danach obdachlos geworden? Aha. Irgendwas habe ich mit dem Vater nämlich gehört. Lionsgate hatte mir geschrieben, auch als sie gelauncht sind, ob ich einen solchen komischen, einen Ura-Ring haben will. Ah, okay. Ura-Ring. Also ist das für die Uru? Nee, das ist ein Ring, der misst dein Schlafen und Atmen und so. Und hier kann man sich die Ringgrößen angucken und sich dann schicken lassen. Jetzt kannst du mal deine Ringgröße rausfinden, David. Ich dachte, das ist ein lustiges Gimmick. Warte, ich tippe, dass das da deiner ist. Du hast eine 10 oder eine 11. Du hast eine 11. Ich habe eine 12. Du hast eine 11. Ich habe eine 11. Mach mal eine 11 über diesen. Das ist jetzt nur so ein Plastikring. Passt nicht, kriegst du da wieder runter? Oh. Warum hast du nicht jetzt rübergezogen? Drehen. Mit Öl einschmieren. Mhm. Kriegt man den dann nicht mehr ab? Warum hast du den jetzt einfach so drüber? Na, weil du gesagt hast, ich soll den aufziehen. Ich habe gesagt, nein, das ist eine 12. Nein, ich habe gesagt. Deswegen sage ich, David, Alter. Es geht schon wieder ab. Ja? Ja. Okay, gut, jetzt ist kein anderer mehr auf. Eine 12 kannst du jetzt eigentlich aufziehen, weil die 11 hat ja gepasst. Nee, es wird wahrscheinlich, ja, die 12 wird sein. Aber ich dachte jetzt echt, wir müssen ins Krankenhaus fahren. Das Ding, nein, auf jetzt! Wir müssen ihn nachher aufschneiden lassen oder so. Ja. Ein bisschen, wir haben keine Butter. Wir haben Öl. Ah, ja. Gutes Olivenöl von? Koro. Na, Delinat. Ach so, Entschuldigung. Schade. Und damit noch, wer ist denn da Delinat überhaupt, und Robert? Dann nochmal ganz kurz Werbung. Delinat, kannst du mir sagen, Schweizer Bio-Wein-Pionier. Ja. Die haben ganz, ganz viele tolle Rotweine, Weißweine und Roséweine und die schmecken wirklich lecker. Der hier, ich finde übrigens, weil wir jetzt auch einiges getrunken haben, der ist ja angenehm über die Zeit. Ja. So geht es mir bei diesem Le Meilleur von Chateau de Vivier.
Die haben die höchsten Biostandards, die man in Europa haben kann und sind da extrem akribisch. Also vor allem, wenn euch Nachhaltigkeit, vegane Weine und so weiter interessiert, ist Dedinat für euch ein super Zuhause. Da hat man zum Beispiel, die haben auch nochmal eine eigene unterzertifizierten Bereich mit ihren Dedinat-Schnecken sind das. Siehst du, hier ist so eine Schnecke drauf, siehst du das? Mhm. Da, da. Achso, sogar, ich habe mich ganz gewundert. Das ist deren Zeichen, das sieht man auch hier hinten auf unseren Holzkisten, die im Hintergrund stehen, diese Schnecke. Und die haben quasi nochmal 3 Dedinat-Schnecken-Zertifizierungen. 1, 2 oder 3 Schnecken. Und da gibt es, das sind die krassesten Richtwerte-Analysen. Du kannst jedes bisschen nochmal ausklappen. Die haben so 10 Unterkriterien. Und wenn du die noch unterklappst, sind dann nochmal 10 weitere Kriterien. Wie viel Schwefel auf wie viel Quadratmeter, der Einsatz von welchen Stoffen. Also ich habe noch nie sowas so Transparentes gesehen, was den Anbau angeht. Und die haben eben die höchsten und akribischsten Standards, die auch immer angepasst werden, dementsprechend der neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse. Wenn ihr Rotwein, Weißwein, Roséweine liebt, die verfolgen den Ansatz, mithilfe von Biodiversität und komplexen Ökosystemen beste Weine herzustellen. Das hat durchaus auch seinen Preis, aber vor allem ist das eben, glaube ich, sehr zukunftsträchtig. Aber ganz wichtig ist natürlich auch, der Umgang mit Alkohol ist ein Genussmittel, wirklich in einem genussvollen Rahmen, am besten mit Freunden, Familie und natürlich auch auf keinen Fall täglich, so wie wir jetzt hier zusammensitzen. Ich merke gerade die rote Bäckchen. Ja, weil das so ein bisschen warm wird. Ja, ja. Ja, aber das ist ja dann auch okay. Wir haben jetzt zusammen diese Flasche getrunken und damit, also da bleibt es dann auch für mich an dieser Stelle. Ja, ja, ich bin danach auch. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt mal da vorbeischauen, macht das gerne und ihr könnt bei dedinat.com/robert20, da ist nochmal so eine kleine Botschaft von mir da über Davids Kopf in einem Video auf deren Seite und mit dem Code Robert20, wenn ihr den eingibt bei der Bestellung, ab 50 Euro Bestellwert, bekommt ihr 20 Euro Rabatt und könnt euch da ausprobieren. Da gibt es Weinabos, wenn man die verschenken will. Da gibt es verschiedenste Pakete, die zusammengestellt sind, zum Beispiel nach Regionen, wenn man sagt, man mag französische oder italienische oder spanische Weine. Und die haben aber auch beispielsweise Olivenöle oder Essige. Schaut mal gerne rein. Vielen Dank an Dedinat, dass sie uns hier unterstützen. Eins und eins will Sky kaufen. Weirdester Fun Fact über euch. Robert, hau raus. Wusstet ihr, dass Robert Hofmann Fun Fact? Und jetzt 2 Penisse hat zum Beispiel? Oder früher mein erster Schwanz Fernsehauftritt hatte. Da war ich ungefähr 1 oder 2 Jahre alt, weil meine Mutter schwört, dass ich zum Mauernfall in die Kamera gehalten wurde. Und zum Mauerfall? Ja, und dann hat sie mir eine Deutschlandfahne auf den Arsch geklebt und dann hat es irgendwie geheißen, Deutschland ist im Arsch. Wieder Fun Fact. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das hat sie mir mal erzählt. Keine Ahnung. Hast du noch nie gehört, Gina, oder? Okay, siehst du? Nochmal, du wurdest in die Kamera gehalten beim Mauerfall. Das heißt, bei diesen TV-Übertragungen bist ich du nicht dabei. Nein, ich habe keine, weiß ich ja nicht. Also warte mal, Mauerfall 89, da war ich 2. Ja. So, vielleicht war es meine Mutter, wohin? Und vielleicht war ein Kamerateam hat interviewt und dann hätte ich irgendwie in Deutschland fahren, vielleicht gab es so Aufkleber oder so, hat sie mir irgendwie an den Poppes geklebt und dann hieß es so aus Spaß oder ich weiß es nicht, Deutschland ist im Arsch, eigentlich glaube ich das nicht, dass es ihre Meinung war, aber ich glaube, ich habe gesagt, das ist mein erster Fernsehauftritt, habe ich mir jetzt überlegt, das wäre was. Das ist auch eine meiner ersten Erinnerungen ist von da. Ich weiß noch, wie auf der Karl-Marx-Allee, damals Stalin-Allee, in Friedrichshain, die Panzer lang gefahren sind. Die hatten einmal im Jahr Militärschau. Mhm. Das ist eine meiner ersten Erinnerungen. Und da muss ich 2 gewesen sein oder 3. Ich weiß nicht, ob die das 1990 auch noch gemacht haben. Na, was es auf jeden Fall gab, ist, du hast immer eine Flagge. Also alle Berliner Wohnungen hatten damals so einen, im Grunde so wie das hier. Wo man quasi so einen Fahnenständer, genau. Das war noch viele, viele Jahre. Bis wie an der Außenwand zum Raushängen. Mhm. An dem Fenster hatte jede Berliner Wohnung, oder die meisten zumindest, hatten so ein Ding. Und du hast dann die Berliner Wohnung. Genau, Ostberliner Wohnung, oder wahrscheinlich auch Westberlin, ich weiß es nicht. Und dann gab es diesen Tag, der, ich weiß es nicht, an welchem Tag es war. Da wurden die Fahnen reingesteckt und dann gab es unten Paraden. Also daran erinnere ich mich auch. Tag der Republik gleichzeitig. Ich Ja. Ich bin aus Ostberlin. Ich bin in Marzahn, habe ich gelebt für viele, viele Jahre. Heute mal noch keinen guten Ruf hat. Da kommt die Elite, die Weltelite, kommt aus Berlin-Marzahn, kann man sagen. Marzahn sind die Vorboten von Hellersdorf und das ist ganz schlimm. Das ist ja alles eine Suppe. Hellersdorf, Marzahn, Hohenschönhausen. Ich bin in Friedrichshain geboren und aufgewachsen. Das Horror-Dreieck. Meine Oma wohnt immer noch in Marzahn. Immer wenn ich nach Marzahn reinfahre, denke ich so, es ist ja super gruselig hier geworden. Also es gibt, glaube ich, keinen grüneren Ort in Berlin. Ich finde, die Stadtverwaltung macht richtig viel geiles Zeug da hinten.
Aber es ist wirklich gruselig, was da zum Teil für Leute mir begegnen, wie die Leute auch sind. Ich hatte neulich, bin ich mal mit der Bahn gefahren zu meiner Oma und dann kommt so eine, die hatte so eine rosa Strähne in schwarzem Haar und so. Und dann habe ich meiner Mutter, so er hat so Telefon, habe ich meiner Mutter auf ihr Maul gehauen, ja. Und ich dachte, okay, offenbar ist das in Marzahn anders geworden als früher. Aber passend dazu die Frage übrigens, kann David mittlerweile kochen? Nö. David, was ist leichte Kost? Also, ich habe letzte Woche ganz viel Zwieback? Ich habe Zwieback mir gekauft, genau. Ich hab kein Wasser mit Kohlensäure mehr getrunken. Tatsächlich ein bisschen schwierig, weil ich liebe Wasser mit Kohlensäure, musste dann umsteigen. Und Tee habe ich getrunken. Ich habe Marmeladenstulle. Aber wie ist denn für dich die Erkenntnis, wenn es dir nicht gut geht und dann stellst du in Anführungszeichen was so Einfaches um? Und auf einmal geht es dir besser. Na, was ich vorhin gemerkt habe, ist... Vor allem, du machst dich ja auch Sorgen, ist es was ganz anderes? Und dann ist es was, in Anführungszeichen, Banales. Ich habe Zucker weggelassen. Und ich hatte, ich habe Kaffee und Zucker weggelassen. Aber du hast auch Weißmehl gegessen, Zwieback und so. Du meinst Raffinerie, so puren Zucker. Na, ich habe, also was ich weggelassen habe, ist so eine Schokoriegel essen, Bonbon essen, sondern nur der Zucker, der sich in Lebensmitteln befindet. Und ich hatte das Gefühl, direkt Entzugserscheinungen zu haben. Und das hat mir... Ist ja auch richtig. Also wenn du jetzt Weißmehl und so hast, hast du natürlich auch Polysaccharide und Kohlenhydrate, aber du meinst Industriezucker, Süßigkeiten, schnell verfügbaren Körperzucker. Ja, hast du auch. Da kriegt man so Kopfschmerzen, da kriegt man durchaus Schweißausbrüche, kalter Schweiß kann man bekommen, Konzentrationslosigkeit, schwer schlafen können. Das ist richtig krass, was da alles hinten mit dranhängt. Weil wir nach Dubai ziehen. Du, wenn, dann ziehe ich nach Marzahn zurück. Das ist auch steuerfrei. Aber das Ding, alle da, Steuern, die wissen gar nicht, was das ist. Das Witzige ist ja, alle, die nach Dubai gegangen sind, sind, glaube ich, wieder zurückgekommen. Dieser Sascha und Paola, wie sie heißen, haben sich da, glaube ich, getrennt. Dann gibt's noch, die sind nicht mehr zusammen? Nee. Die haben doch Kinder, zwei oder so. Ja, nee, die sagen sich, who cares. Die machen das nicht. Also ich kam mit Sascha eigentlich immer früher ganz gut klar. Ja, ne? Ja, und Paola hat neulich aber ein Video, da hat sie ihn auseinandergenommen, weil er in irgendeinem Video hat er was gedroppt über sie. Und dann, wie heißen diese beiden? Irgendwie eine, sie war im Playboy und dann... okay. Sind das die Alicia, die mag ich gerne übrigens. Wie heißen Alicia, die? Nein, die macht Videos über dieses eine Paar, was in Dubai mit Familie ist, die so und so heißen. Wo er schwarz ist? Ja. Ja. Und die Alicia, heißt die denn Alicia? Der ist einfach Alicia. Joe. Alicia Joe, die ist Alicia wirklich Joe. Cool. Und die, ich habe ihr mal geschrieben, die guckt schon ewig lang meine Videos und ich finde die super spannend. Du findest die sexy, sag's doch. Sag's in die Kamera, Robert. Das ist eine super spannende, aber das ist auch eine attraktive Person. Aber unabhängig davon macht die super coolen Content. Ja, ich gerade so in den letzten Jahren hat die sich ja komplett... Das ist auch eine attraktive Person. Dass du das so sagst. Ich finde, die hat sich total gewandelt. Die hat ja auch mal am anderen... Sarah Harrison, genau. Die Harrisons heißen die. Und Eliza Joe macht ja jetzt eher so gesellschaftspolitisches Zeug, wo sie Dinge kritisiert oder wo sie Dinge irgendwie aufgreift. Und ich mag, dass das mehr und mehr YouTuber machen. Also bei wem ich total stolz, ehrlich gesagt, bin... Du würdest sagen... Ich guck ist ein Mann? Immer, ja, ich weiß es doch. Ich gucke ihn doch auch immer gerne. Hier früher der... Hier, das schönste Mädchen der Welt. Wo wir sagen, der macht Videos über Veganer und das TikTok abhängig hieß mal macht. UPhone-TV? Ja, genau, oder? Hieß genau. Jonas Ems. Jonas genau. Ems hat irgendwie vor ein paar Monaten angekündigt, dass er seinen Content ändern will, weil er das Zeug, was er da gemacht hat, nicht mehr gut fand. Und ich muss sagen, hochgradig respektabel sowas. Ich finde sowieso, der hat eine krasse Wandlung durchgemacht, aber... sowas finde ich, da bin ich richtig stolz auf solche Leute. Der ist also wirklich cool. Weil der hätte, spricht noch viel schneller der könnte, als ich. Der könnte viel mehr verdienen mit dem anderen Scheiß, aber sagt sich halt, nee, findet er nicht mehr gut. Und das ist, das finde ich sehr, sehr respektabel. Aber Substanz schlägt am Ende, weil Geld ist das eine, aber du brauchst ja auch diese innere Zufriedenheit und dass du das gerne machen willst. Substanz schlägt über Dauer diese Klickgeilheit auf Längen. Weil du bist auch nicht mehr ersetzbar. Guck dir doch die anderen an, das macht die meisten Klicks. Die werden ersetzbar, aber die werden ersetzbar, die fallen irgendwann. Ne? Also ich bin da... Die haben ihren, also sagen wir mal so, und ich habe momentan das Gefühl, bei den Influencern ist es so, die haben ihren Hype. In diesem Hype wird so viel verdient, wie auch nur irgend möglich ist, weil man weiß, dieser Hype endet irgendwann.
Und dann, wenn, ne, wenn es nach unten geht, dann läuft es bei den meisten ja komplett ins Nichts. Und klar, es gibt die, die durch Qualität über Jahre dranbleiben. Man muss ja sagen, wie viele sind noch geblieben? Also wenn wir jetzt vorhin schon über Frank Tausch gesprochen haben. Oder jetzt auch Sascha von den Außenseitern. Ja, die YouTuber-Riege. Es gibt so viele Leute, die nicht mehr da sind. Mr. Trashback ist mittlerweile bei TikTok. Aber drüben. Da ziemlich groß, ne? Ja, da richtig groß. Aber ne, der ist weg von der Plattform. Ein iBlali ist so semi noch da, macht aber auch mehr Streams. Einen Alberto, einen Gronkh gibt's noch, aber auch mehr auf Twitch und so. Aber es ist hart erfolgreich auf Twitch. Auch nicht mehr so sehr. Naja, die haben da, war das nicht letztes Jahr, als auch die einen, die Zahlen gedroppt sind, wie viel die Leute verdienen, ohne Sponsorings und so, sondern nur auf Twitch. Und da war ja irgendwie auf 2 oder 3 hinter Montana Black mit 1,5 Millionen, wenn ich mich erinnere, in 1,5 Jahren. Ja, also der verdient viel, ne, klar, aber es ist auf jeden Fall. Also ich glaube, das liegt mehr daran, dass Twitch mehr abwirft und nicht daran, dass Gronkh noch größer geworden ist, sondern... Das habe ich gemerkt. Also Gina und ich haben ja nur gestreamt letztes Jahr im Winter ein bisschen, hatten so 200, 300 Zuschauer, aber selbst da waren das dann schon in Anführungszeichen... Hier sagt jemand, er hat noch 20.000 Zuschauer. Ja, ja, also, ne, aber Gronkh hatte auch mal 35.000, also das, es geht nicht darum, ihm da seinen Erfolg abzusprechen. Ich respektiere Erik total. Und finde, der macht das vor allen Dingen seit Jahren als einer der wenigen auf einer Konstanz, die hast du sonst fast gar nicht. Und die Veranstaltung, ich habe 2 Veranstaltungen mit ihm zusammen gemacht im Filmbereich und der war wahnsinnig gut vorbereitet, hochgradig, einer, der respektvoll war. Ich habe ihn dann auch in L.A. kurz getroffen, als in der Mansion. Ich habe den immer nur sehr, sehr lieb, interessiert und ich kann ihm nichts nehmen. Einer der nettesten Menschen. Er und Sarah Zahr sind zwei der nettesten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Sarah Zahr habe ich tatsächlich vor ein paar Wochen war ich mit ihm und seiner Frau und meiner Frau waren wir zusammen. Wann? Achso, das hast du erzählt, ne? Nach Bullet Train sind wir zusammen unterwegs gewesen. Wo du diesen einen TikToker auch kennengelernt hast. De Niro. Oh, den müssen wir unbedingt bei uns. Ich will den seit Wochen. Ja, ich mach das doch halt einfach. Ja, wir machen das mal. Ich muss das jetzt tun. De Niro, super Typ. Und da dachte ich so, ey, das ist so lange her, seit ich Gronkh und Sarah Zahr auch irgendwie gesehen habe. Und Walle ist immer noch derselbe Schluffi, hat sich gar nicht verändert, nur dass er jetzt halt viel reist. Erik habe ich jetzt auch schon Jahre nicht mehr gesehen, aber... Ich glaube, der ist ziemlich verschanzt in seinem Haus, oder? Ich glaube, ja, der hat sich... Aber das ist auch so das Naturelle, glaube ich, ne? Der hat so seine Crew, genau, der hat Pandoria, der hat, ich glaube, wie der Bruder von Pandoria ist noch mit dabei und mit denen macht er das Ding. Und so war, wir waren ja in der Mansion in den USA und ne, die wenigsten wissen das ja, in der Mansion war er gar nicht dabei. Ne, da waren Fabian Sigismund, Rob Bubble, Kelly und Sarah Zahr. Und aber Erik er war doch in dem Haus. Aber war doch er war näher. Wir haben ihn doch in dem Haus gesehen. Ja, er kam ab und zu vorbei. Ah, okay. Aber er und Pandoria haben woanders gewohnt. So, deswegen, er war gar nicht mit in diesem großen Ganzen involviert. Aber wir haben trotzdem ein paar Sachen zusammen unternommen und es war eine sehr schöne Zeit. Da wird gefragt, wie viele Leute eigentlich unseren Podcast hören. Tatsächlich haben wir so Zahlen, die sind so, wenn man sich die einzelnen Plattformaufrufe anguckt und addiert und dann die Zahlen von dem Hoster, gibt es eine Diskrepanz, weil dieser Hoster das auch nochmal im Mai angeglichen hat. Also wenn ich jetzt die niedrigsten Werte nehme, würde ich sagen 50.000 bis 55.000. Das kann aber auch bis 90.000 hochgehen. Also irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit, um das mal gesagt zu haben. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen an den Überschriften und an den Themen, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, aber du hast mir jetzt schon eine Weile nicht mehr. Ja, weil ich dir sagen will, wir sind alles, das ist alles auf so einem Level, wo ich dann auch, weil eben diese Anpassung stattfand, wir einfach konstant funktionieren. Du siehst halt natürlich, wenn bestimmte Themen haben bestimmte Peaks, ne? Also wenn wir jetzt über Avatar 2 reden, sind die Leute auch noch mal interessierter, aber du siehst immer, wenn unser Podcast online geht, zum Beispiel gestern, heute ist Freitag, haben wir heute 20.000 bis 25.000 Hörer innerhalb der ersten 10, 20 Stunden. Und auch dann, also ist alles gut. Ja. Ist alles gut. Und das auf einem Markt, muss man auch immer wissen, wo es immer mehr gibt, der immer gesättigter ist. Und auf so einem Markt zu wachsen, ist natürlich eine richtig gute Sache. Und deswegen, aber das Wichtigste für uns bleibt ja, dass wir Lust drauf haben und dass uns das Spaß macht. Wir haben uns beim Podcast bisher so gut wie gar nicht danach ausgerichtet, was wollen die Leute hören, sondern immer, was wir wollten, weil wir davon auch nicht abhängig sind. Also ich muss auch sagen, im Vergleich... Wie heißt unser Podcast? Ganz kurz, 2 wie Pech und Schwafel. Könnt ihr auf allen Plattformen euch reinziehen. 2 wie Pech Deine und Schwafel. Deine Frau ist einfach die Beste. Hat sie es gleich direkt? Jetzt hat sie es wieder gelöscht. Nein. zwei wie... Ja, ich muss auch sagen, das ist auch einer, macht immer noch total Spaß. Die Leute fragen, ob wir noch mit Future und LeFloid zu tun haben. Nee, schon Jahre nicht und du noch mehr Jahre nicht. Also mit LeFloid sowieso gar nicht, auch der ganzen Crew um ihn herum. Future, ich habe mit
ich habe mit Jakob vor 2 Jahren, sage ich mit Jakob mal, auf der Straße haben wir mit einem Freund von uns zusammengesessen und gequatscht, aber das ist auch schon wieder lange her. Also man sieht sich so selten, aber die Future-Jungs mag ich eigentlich sehr gern, mit den anderen habe ich nichts mehr zu tun. Wart ihr mal in München? Eigentlich eine Frage für dich, die kam heute schon öfter. Ich habe da gewohnt. Ja, deswegen, du bist immer mal wieder in München. Meine Eltern wohnen da noch, ja. Ich bin in München immer nicht so warm, wenn ich dort bin, tatsächlich. Wobei, wenn ich mal wieder da sein sollte, Gina und ich reisen nicht mehr zusammen, es gibt ein richtig geiles veganes Restaurant da, dessen Name Bodhi. B-O-D-H-I. Bodhi. Wenn dich das mal interessiert, richtig geile Hausmanns. Meine Frau würde unseren Sohn Bodhi nennen wollen. Hatten wir jetzt die Tage erst eine Dokumentation. B-O-D-H-I. Genau. Und ich meinte so, du meinst das? So wie in, sie hatte da auch eine Erklärung für. Adrian Bodhi. Nee, und Bodhi ist ja der Hauptcharakter aus Gefährliche Brandung. Und ich meinte, Patrick Swayze aus Gefährliche Brandung. Und sie so, nee, weil irgendwas anderes hat sie mir erklärt, aber Bodhi war sein Name, der kam in Frage. Bodhi, vielleicht eines Tages. Ja. Hat die was mit Ninotaco TV, mit Ninotaco zu tun? Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen, aber der war auch immer super lieb. Also Nino fand ich immer einen sehr angenehmen Menschen, der natürlich total Anime versessen ist und der ist ja aus München. Und ich habe mit Fabian Siegesmund war ich letzte Woche unterwegs und hatte erst gefragt, wie geht's Nino und wie jedem auf dem Planeten habe ich das Gefühl, ist es auch bei Nino so ein Hin und Her. Also irgendwie das Gefühl mit jedem, mit dem ich mich unterhalte gerade, denen geht's so, mal so, mal so. Aber mir geht's ganz gut eigentlich. Du bist da eine der Ausnahmen. Also wirklich jetzt mal ohne Scheiß. Aber mir geht's aber auch wirklich ganz gut und keine Ahnung. Ich glaube, das führt zu weit. Punkt. Ich glaube, es führt zu weit, genau. Aber ich glaube, das ist so ein Hin und Her. Ne? Also es ist wirklich, ich bin mir manchmal nicht sicher, ist es jetzt Corona gewesen? Ist es der Krieg, der noch dazu gekommen ist? Ist es vielleicht das Alter, in das wir langsam alle kommen? Weil Nino ist, glaube ich, so alt wie du, glaube ich eher. Da ist die Frage, wie die Zielgruppe ist. Ich wusste immer zum Beispiel, dass Also ohne jetzt was zu sagen, wie es Nino geht. Ne? Ich hatte nur gehört, so alle von allen hört man so unterschiedlichste Geschichten. Ich dachte immer so Filmkritiker, ich dachte schon immer auf dem Weg hierher, man ist ja noch viel zu jung. Ich glaube, dieser Zweig wird noch viel relevanter, je älter man wird. Ne? Mhm. Also bei uns kommt irgendwann das Alter, wo dann das Fernsehen anklopft und sagt, ich meine, weiß ich nicht, Morgenmagazin oder so. Ne? Sie haben ja auch ihre klassischen Posten, sagen was zu Film, Frühstücksfernsehen und so weiter und so fort. Die dann auch sagen, ja, mit wem könnten wir das denn eigentlich machen? Irgendwann rutscht diese Generation nach. Und ich glaube, in unserem Beruf kommen erst noch so die Jahre, wo man dann so richtig auch auf einer anderen Generation nochmal Interesse hat. Und vor allem, das merke ich immer wieder, wenn ich Leute treffe, dass Väter und Mütter an ihren Kindern oft erzählen oder die andere Richtung und sich das dann erst so spreadet. Deswegen mache ich mir da so gar keine Sorgen. Ja. Hier schreibt jemand, bitte redet ein bisschen über Underwater, damit der Typ, der immer wieder über Underwater fragt, Frieden findet. Was ist Underwater? Der mit Kristen Stewart. Ach, den habe ich sogar gesehen. Der Thriller und auf der Station, die zusammenbricht und die müssen dann da überleben. Hast du den gesehen? Ja, den mochte ich sogar sehr, weil ich bin großer Fan für H.P. Lovecraft-Geschichten. Und am Ende, ich will jetzt nicht spoilern, geht es sehr in eine Lovecraft'sche Richtung. Entschuldigung, ich habe das Mikrofon angefasst. Aber ich generell fand ich den, ich liebe ja Kristen Stewart, ich weiß, da bin ich immer irgendwie der Einzige, der diese Meinung hat, aber ich fand die auch da wieder richtig gut. Ich fand den gut inszeniert und ich fand das Ende richtig gut von Underwater, ist einer meiner Geheimtipps der letzten Jahre, wie ich finde. Den habe ich noch im Kolosseum geguckt, der muss doch jetzt inzwischen auch schon 3-4 Jahre alt sein, oder? 3-4 Jahre würde ich dem zutrauen, ja. Ja, krass. Die Weird Al Yankovic Bio, ja, der kommt auf Roku. Hast du das mitbekommen? Roku. Ich habe gerade von Guy with a Camera, den haben wir kennengelernt, in London Bilder gesehen, wie er auf der Plattform Roku irgendein Event, wo dann aber auch voll viele bekannte Stars waren. The Weird Al Yankovic Story ist mit Daniel Radcliffe, der spielt Weird Al Yankovic. War Daniel Radcliffe da. Ich finde den ganz fantastisch, den Typen, weil ich mag jetzt. Da war auch Lin-Manuel Miranda, spielt ja auch mit. Boah, das weiß ich nicht. Okay. Aber der Film soll toll sein. Ich höre jetzt ganz viel, aber der startet auf Roku. Kann und ich man das weiß hier nicht, auch? Keine Ahnung. Also eigentlich kommt der dieses Jahr auf Roku, aber ich habe keine Ahnung, ob der dann noch nach Deutschland kommt. Deswegen. Also Roku wie der Gin. R-O-K-U. K-U. Ja. Meinung zu Al Bundy. Ist eine meiner Lieblingsserien früher gewesen. Hast du jemals Schrecklich nette Familie geguckt?
Ich wurde neulich mal gefragt, ob das nicht, warum ich das denn so gerne mögen würde, weil normalerweise... Weil du so sexistisch sein, du normalerweise dich gegen so Position stellst? Na, sexistisch ist es auf jeden Fall auch zum Teil gewesen, aber auch, weil es ist ja eine Serie gewesen, die Familie irgendwie komplett durch den Kakao und durch den Dreck gezogen hat. Mhm. Und ich glaube, das ist irgendwie so auch so eine Erklärung für viele Dinge. Ne, wir haben das im Podcast schon häufig gesagt, man guckt Dinge eben auch aus der eigenen Erfahrung heraus. Und für mich gab es immer nur dysfunktionale Familie. Und deswegen war die schrecklich nette Familie. Das war dein Zuhause. Das war die Familie. Ne? Ich hatte irgendwie so das Gefühl, die schrecklich nette Familie war wie meine Familie, nur in gut. Und deswegen habe ich das total gerne geguckt. So. Also sowas wie No Ma'am heißt es. No Ma'am. Das ist mir ein bisschen. Wo gehen wir hin? In die Nacktbar! Das kam ja erst zum Schluss. Ich fand, die ersten Staffeln, die ersten drei Staffeln sind wie bei den Simpsons damals. So die ersten drei, vier, fünf Staffeln, das ist ja das ist das großartige Zeug gewesen. Danach wurde es so ein bisschen, aber das ist meine Kindheit gewesen. Eine schrecklich nette Familie mit Al Bundy. Wusstest du, dass der, das ist ja so ein Meme. Nee, das gibt dieses Meme mit, er hat einen Touchdown. Touchdown pro Kai. Ja, irgendwie sowas. Das kriege ich unter jeden zweiten Linie. Ja, ich habe es nicht hinbekommen. Aber vergessen wir nicht, dass Al Bundy und so. Ja, irgendwie sowas. Und der arme Kerl, der immer wieder nach David Lynch fragt, wollen wir ihn auch mal erlösen? Wollen wir ihn erlösen? Nee. Wir können auch sagen, ist dein Kanal. Wir können auch sagen, wir sind am Ende des Streams angekommen. Ist dein Kanal. Sind wir am Ende des Streams angekommen? Ja, im Grunde schon. Oh. Hat es dir Spaß gemacht bis jetzt? Es hat mir Spaß gemacht. Wirklich? Ja. okay, aber dann hier, David Lynch, bitte. David Lynch ist, ich liebe ja ehrlich gesagt viel mehr die Videos von David Lynch, wo er vor der Kamera steht und sich zu irgendwas äußert. Ich hatte neulich erst ein Video gesehen, da gibt er irgendwie einen Piece of Direction am Set von Twin Peaks, einer der Darstellerinnen. Und es ist so ein ganz, er sagt ihr was, ohne ihr was zu sagen. Das war ganz toll. Er sagt so, versuch mal so mehr so, ne? Und er sagt dabei irgendwas zu ihr, wo ich als Schauspieler da gesessen hätte, was will der von mir? Und squonkel mal mehr. Sei mal mehr so, versuch mal mehr so metaphysisch zu sein. Und du siehst, die Schauspielerin guckt ihn so an. Und so sind seine Filme. Das ist David Lynch. David Lynch hat nach Eraserhead oder vor oder während Eraserhead den Verstand verloren. Macht seitdem fleißig weiter Filme. Aber auf eine positive Art und Weise. Das ist einer der wenigen fröhlichen Verrückten in Hollywood, denen man gerne dabei zuguckt. Ich muss sagen, so ein paar Sachen wie Inland Empire und so habe ich noch nicht gesehen. Es ist so ein, man kann sich da nur durchdechiffrieren durch seine Filme. Ich habe aber den Twin Peaks Serie die letzte nicht gesehen. So. Robert, deine Meinung zu David Lynch? Der Dune-Film, was hast du? Du hast ihn noch nachgeholt für deinen Kanal. So, weiter geht das mit... Unsympathischste Schauspielererfahrung? Ja, das haben wir schon sehr oft gehört. Ich lästere nicht. Aber ich doch. Aber David laden sich nicht ein auf eine Bühne von Hollywood Studios, weil sie wissen, dass er lästert. Das stimmt allerdings ein bisschen. Also einmal durfte er, und das war zu The Northman. Meinung zu David Hein. Meinung zu David Hein? Also wirklich 10 von 10. Ist ein guter geworden. Was für zwei unterschiedliche Aussagen, oder? Ja, aber würdest du auch 10 von 10 vergeben? Oder was wäre da so... Ich könnte das nicht nur in eine Zahl zusammenfassen. Ich müsste lange und viel dazu sagen. Und damit haben wir Robert Hofmanns Kanal zusammengefasst. Meinung zu Robert Hofmann? 11 von 10. Da überlege ich gar nicht. 7-Eleven. 7-Eleven von 10. Wirklich, hier, 2 Stunden. Wir sind durch für heute. Ach so, ja. Wir sind bei 1,55. Ja, und nun? Ne, wir haben noch 4 Minuten. Ja, aber der Rest ist mehr so, der Rest ist Ausklingen, das nett war, dass wir uns Richtung zweiten Advent wiedersehen. Danke an Delinat. David, es hat Spaß gemacht, dass du da warst. Freust du dich, das wiederzumachen? Und dann sind 4 Minuten rum, wenn wir das alles durch haben. Okay, dann machen wir das jetzt. Hast du Spaß gehabt? Boah, ich hatte super Spaß. Ich freue mich voll, das wiederzumachen. Mein Dank gilt Delinat für den. Nee, jetzt mal ehrlich. Also, ja, okay. Muss ich ganz ehrlich sein. Der Wein war super. Ich danke dir für die Einladung. Warte, ich muss jetzt mache ich mal hier schnell die Einladung. Ach so. Ich danke an Delinat. Der Wein war super. Ich danke auch an Delinat, weil Delinat hatte mir auch, das muss ich nochmal dazu sagen, Roséwein geschickt und die waren toll. Da trinken wir zu Hause gerade fleißig von.
Aber dass es diesen Stream hier gibt, warum lächelst du so schäbig? Ich finde es schön, schön, wenn du redest. Und ich finde es schön, weil ich sonst in meinem Podcast und so die Werbung mache und ich finde es toll zu sehen, wie schwer es dir fällt und wie einfach nee, es nee, fällt. Nee, jetzt, nee, nee, in diesem Fall ja nicht, weil es kommt dir von Herzen. Ich werde deswegen hier die letzte Werbebotschaft. Also, Delinat ist ziemlich cool. Die machen nachhaltigen Wein. Hier seht ihr zum Beispiel einen davon da hinten. Aber die haben zum Beispiel auch Öle. Olivenöle. Olivenöle, sie haben mehrere Essigöl. Weine. Einen davon habe ich getrunken. Und die Roséweine habe ich getrunken. Ja. Und sie haben diesen Stream hier ermöglicht. Und damit haben sie euch den Abend, genauso wie mir, den Abend verschönert. Und das ist allein. Sollte euch den Dankeschön. Grund geben. Mit dem Code Robert20 könnt ihr dann bestellen, wenn ihr wollt. Ihr müsst natürlich nicht, den Stream könnt ihr auch schauen ohne dem. Nein, lasst euch von Robert da nicht auf die Irre führen. Ihr dürft diesen Stream, wenn ihr jetzt gerade an dieser Stelle seid und noch nicht getrunken habt, dann geht sofort in den Laden, bitte, geht bitte, sofort bitte, ins Internet. Bitte, verantwortungsvoller Umgang mit Alkohol. Das ist verantwortungsvoll, wie ich finde. Ja, geht sofort in den Laden. Geht sofort los, wirklich sofort. Also, an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Danke, David, dass du da warst. Wir machen um den zweiten Advent rum einen neuen Stream. Das werden wir auch rechtzeitig ankündigen in unserem Podcast und sicher auch auf Instagram. Wer unseren Podcast nicht kennt, zwei wie Pech und Schwafel. Da reden wir jede Woche über Filme und Serien und auch eine Stunde lang. Und für heute war es das erstmal soweit. Oh. No. No. Da kommt noch mal Rüdiger also vorbei. Nee, Ronny. Ronny Kalutzke, da ist er. Ey, als letztes hier auch nochmal durchgekommen. Gina, muss ich jetzt im YouTube-Dings beenden oder im OBS beenden? Gina, wo muss ich? Im YouTube beende ich jetzt. Im YouTube drinne. Liebe Leute, vielen Dank. Wir sagen jetzt wirklich Tschüss. Wir haben wirklich noch anderthalb sagen, Minuten. Das ist so schäbig. Ja, aber die anderthalb Minuten sind schon... Nein, ich sage jetzt zwischen anderthalb und zwei Stunden. Der David Fun Fact fehlt leider. Den gibt es dann in der nächsten Folge. Gab es einen Fun Fact über dich? Den muss ich mir überlegen bis zum nächsten Mal. Okay, das schaffen wir. Okay, vielleicht wegen der Cannabis-Legalisierung, vielleicht ist sie bis dahin auch schon legalisiert. Macht's gut. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Es hat Spaß gemacht. Schön, dass ihr reingeschaltet habt und für alle, die jetzt bis zum Ende den Stream geschaut habt, danke, dass ihr auch bis zum Ende dabei wart. Wir wünschen euch eine wundervolle Zeit. Macht's gut. Tschüss.